aus dem Jurassic Volkspark Stadion. Die Intakt Arena, pickepacke voll, ausverkauftes Haus. Es ist ja noch ein Erstligastadion. Die beiden Mannschaften, sie haben das Spiel begonnen und natürlich sind die Herzen hier noch nicht in irgendwelche Hosen gerutscht. Der HSV hat den Ball, spielt in der eigenen Hälfte, aber schon unter Druck gesetzt. Und zwar ist das Johan Juru, der heute Stellvertreter von Heiko Westermann. Johan Juru, neben ihm verteidigt Michael Mancien. Die Fürther, die Gäste ganz in Orange gekleidet, das kennt ihr vielleicht vom Textmarker aus der Schule, aber von den Stutzen bis zum Trikot, damit kann man abends unterwegs sein, ohne Licht am Fahrrad wird man da erkannt, zumindest wenn der Gegenverkehr nicht anleuchtet, und der HSV in den roten Hosen, blauen Stutzen und weißen Trikots. Siracek auf der linken Seite. Der linke Außenverteidiger heute mit dem Einwurf auf Höhe der Mittellinie, spielt erstmal zurück nach hinten, da wo Platz ist, denn vorne alles dicht. Die Fürther stehen mit einem 4-4-2, ganz gut gestaffelt, zwischen den Reihen jeweils 15 Meter Platz, und gerade eben hat Rincon mal probiert, aus der eigenen Defensive den Ball zu bekommen, aber kam nicht rechtzeitig entgegen. Stefan Fürstner, der eine von zwei Sechsern, Tim Sparf verteidigt, wenn man das so sagen kann, neben ihm. Stefan Fürstner kam dem Pass entgegen, hat ihn weggegrätscht, deswegen wieder der HSV im Ballbesitz. Jaroslav Drobny hinten im eigenen 16-Meter-Raum. Jetzt die Fürther nach diesem langen Schlag zum ersten Mal mit einem möglichen Angriffsversuch, aber Ball verloren und ein bisschen Platz für den HSV. Çalhanoğlu auf der linken Seite wird hinterlaufen von Giracek. Was macht Çalhanoğlu? Gibt der Linie runter. Giracek von links mit der Flanke an den kurzen Pfosten vorbei. Ganz knapp vorbei. Da ist Pierre-Michel Lasogga. Ganz knapp an den Ball vorbeigesprungen, aber gut verteidigt. Den Einwurf gibt es von der linken Seite für den HSV, denn ein Fürther war zuletzt dran. Einwurf ausgeführt auf links, linke Halbfeldposition. Çalhanoğlu gibt mit der Innenseite nach hinten in die Zentrale, 40 Meter vor dem Fürther Tor. Versucht es Tesche, den Ball erstmal zu beruhigen. Gibt ihn dann rechts raus zu Rincon. Und Rincon überlegt, soll ich Diekmeyer jetzt anspielen? Der hat doch eigentlich noch einen Gegenspieler, nämlich Baba. Baba kommt nicht dran. Diekmeyer lässt zurück, wieder zurückprallen zu Tesche. Tesche und Diekmeyer auf der rechten Seite im Zusammenspiel. Und dann gab es den Flankenversuch von Diekmeyer. Der Ball ging als Kerze nach oben. Und jetzt gibt es einen langen Start. Der Fürther hinten raus über Michael Mancien. Ist schnell, hat gut aufgepasst und passt zurück zu René Adlers Ersatz. Heute steht nämlich Jaroslav Drobny im Tor und der hat gerade eben mal ganz, ganz viel Cooles bewiesen. Und den Pass da flach wieder rausgespielt auf die Seite, wo er herkam, und auf die Seite, wo eigentlich auch der Gegenspieler rumrannte, nämlich von ihm aus gesehen rechts. Aber dort hat am Ende auch Michael Mancien gut dagestanden. Das Ding sauber verarbeitet. Im Spiel nach vorne gab es einen Foul von Daniel Brosinski oder an Daniel Brosinski. Und somit Freistoß für die Spielvereinigung auf Höhe der Mittellinie. Das Kleeblatt nach dem Bundesliga-Abstieg im letzten Jahr haben sie ganz viele Leute verloren und dann mit dem Transferüberschuss ein neues Trainingszentrum gebaut. Langer Ball von der Mittellinie rein in den 16-Meter-Raum. Drobny hat ihn sicher. Haben sich also keine neuen Leute geholt. Der direkte Wiederaufstieg war nicht das Ziel der Spielvereinigung. Aber wenn du dann die ganze Saison auf den ersten drei Plätzen stehst, dann wirst du dich am Ende dann noch irgendwie durchsetzen. Der SC Paderborn auf 2, der 1. FC Köln auf 1 und die Spielvereinigung Reuterfürth heute mit dem Hinspiel und dem Ballbesitz. Zentrale Position zum ersten Mal Asemi am Ball, nachdem er freigespielt wurde von Nikolaj Čurčić. Das sind die beiden Stürmer. Čurčić mit dem Rücken zum Tor, ließ ihn prallen mit dem Außenriss rüber auf links. Dann kam von hinten Michael Mancien, war es glaube ich, an und ist ihm da auf den rechten Spann getreten mit einem langen Spreizschritt. Hat wehgetan, natürlich für den Serben, aber Čurčić steht wieder. Michael Mancien hat keine gelbe Karte gesehen, aber die Zuschauer in der Intec Arena sehen einen Freistoß. 30 Meter von der Grundlinie entfernt, halbrechte Position, Zweimannmauer, erste gefährliche Situation für die Hamburger beim Stand von 0:0. Zoltan Stieber hit beide Arme, der Ball kommt, eine lange Pfosten, da sagen wir, cool. Jaroslav Drobny draußen, 34 Jahre alt, ganz viel Erfahrung, macht das Ding schnell, rollt ab beim Kegel. Aber Dennis Diekmeyer hat gleich gesehen, das wird zu eng.
Fürth schaltet zu viel zu schnell um. Da kommen wir nie im Leben so weit, dass wir da irgendwie am Ende tatsächlich einen Konter fahren können. Deswegen zurückgespielt. Eigenen 16er, Jaroslav Drobny. Und die Spielvereinigung geht früh drauf. Jetzt mal Drobny muss den Ball vom Elfmeterpunkt weghauen in die gegnerische Hälfte. Aber dann ist Feierabend bei Mergen Mavrei. Und somit wieder Ballbesitz führt, wieder Foulspiel Menzien, wieder Freistoß schnell ausgeführt, rechts im Strafraum drin ist es Asemi, aber der wird dann gut verteidigt von einem Hamburger. Nochmal die Möglichkeit zur Flanke von der rechten Seite, Stieber, aber da kommt dann Winkon an und klärt im eigenen 16-Meter-Raum. Also das geht ja gut los aus Sicht der Fürther und der HSV kontert. Çalhanoğlu, 3 gegen 5 Situation aus Sicht der Hamburger, das war dann eben doch einer zu viel bei den Gegnern und deswegen gab es dann keinen Pass in die Spitze. Van der Vaart war da zwar zentral in Position gelaufen, aber die Fürther haben aufgepasst. Geht gut los, kein Abtasten, direkt offenes Visier, so wollen wir das haben aus objektiver Sicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass gerade bei den Hamburger Fans jetzt hier das eine oder andere Mal schon die flache Hand vor die Stirn geklatscht ist. Und das muss ja vielleicht doch nicht sein, den Gegner so früh in der Partie so reinzubringen. Spielaufbau Hamburg, zentrale Position. Çalhanoğlu mit dem rechten Außenriss raus auf die linke Seite. Jiracek versucht es da mit dem Bauerntrick. Links vorbei legen, rechts vorbei laufen. Auf dem Flügel hat nicht geklappt. Soltan Stieber war dazwischen, deswegen pfeift Felix Zweier zurück. Denn Çalhanoğlu war bei dem Pass gefoult worden vorher und der Vorteil ist weg. Den Freistoß, den gibt es. Hakan Çalhanoğlu. Das sind 40 Meter. Der Mann, der vor der Saison vom KSC kam, hat schon ein paar Freistoßtore erzielt. 4 in der Bundesliga. Da gab es keinen, der mehr getroffen hat. Aber von dieser etwas nach links versetzten Position aus der Distanz wird das wohl mit einer Flanke probieren. Çalhanoğlu hebt den Ball mit dem Innenriss rein an den langen Pfosten. Aber Djuru kommt nicht ran. Abschlussmöglichkeit von rechts wieder abgeblockt. Da war aber ein ganz schön Schnitt in diesem Ball von Çalhanoğlu. Wenn da jemand den Kopf dran hält, der fliegt er aber sofort von rechts wieder rein in den Fünfer. Keine so schlechte Idee. Einwurf von rechts, ausgeführt, Rincon im Zusammenspiel mit Van der Vaart. Van der Vaart hebt den Ball an den 16-Meter-Raum, aber alles auf dem rechten Flügel. Das ist viel zu eng. Da hat die Spielvereinigung keine Probleme zu verteidigen und dann am Ende vielleicht sogar zu kontern. Linke Seite, Asemi wird freigeworfen, denn der Einwurf auf links schnell ausgeführt. Asemi gegen Djuru. Asemi kommt vorbei an Djuru, haut den Ball drauf, aber er geht 2 Meter links am Tor vorbei. Hat vielleicht die Bande gehört, wo der Ball eingeschlagen ist. Vom erfolgreichsten Stürmer im deutschen Profifußball geschossen. 13 Tore in den letzten 13 Spielen. Ilija Asemi ist der Mann der Stunde in DFL-Wettbewerben und wird natürlich von vielen Vereinen gejagt. Ich habe gelesen, dass der HSV auch dran sein soll an Ilija Asemi. Mal gucken, was jetzt rauskommt am Ende dieser beiden Spiele. Aber ich kann mir ganz ehrlich schwer vorstellen, dass Ilija Asemi nächstes Jahr noch bei der Spielvereinigung Greuther Fürth sein Geld verdienen wird. Foulspiel gegen Mergen Mavrei gepfiffen. Zweikampfführung unsauber nach einem langen hohen Ball. Allerdings schon weit weg aus seiner Innenverteidigerposition rausgerückt. So fast auf Höhe der Mittellinie. Freistoß für den HSV. Ein bisschen mehr rein in die Hälfte der Fürther. Wieder eine Sache für Çalhanoğlu. Bringt den Ball diesmal ein bisschen flacher, aber da ist Fürstner da und köpft den Ball vor dem 16er zentrale Position weg. Nochmal Çalhanoğlu. Wieder auf die rechte Seite gehoben. Wieder verlieren die Hamburger das Kopfballduell. Also diesmal war es Djuru, der gegen Baba den kürzeren zieht. Und das, obwohl Johan Djuru 12 cm größer ist als er. Allerdings musste er auch in den Ball reinlaufen. Baba stand da auf dem rechten Hamburger Flügel. Hat er gewartet, dass dieser Ball runterkommt. Und von hinten gab es dann eben die Schelle. Und dementsprechend Foulspiel. Die Kleeblätter haben den Ball in der eigenen Verteidigung. Langer Schlag nach vorne. Da ist Asemi rechts drin im Strafraum. Ganz schön frei gewesen. Das war für so ein Relegationsspiel erschreckend einfach. Man muss ja eigentlich denken, die Konzentration muss hoch sein. Menzien hat dann noch geklärt gegen Asemi. Zur Ecke geklärt. Aber das war ein langer Schlag hinten raus von Brosinski. 40 Meter in der Luft. Und am Ende war Asemi rechts drin im Strafraum. Klar kann der sich bewegen.
So jetzt auch bei dieser Ecke von der rechten Seite. Sollte ein Stieber, der Linksfuß wird den Ball zum Tor ziehen. Er bringt ihn kurz. Und von dort kommt dann die Flanke an den kurzen Pfosten, aber rausgeköpft. Schussmöglichkeit aus der zweiten Reihe. Nähe nochmal rausgegeben auf Daniel Brosinski. Der geht gut vorbei. Ancelanolu bringt die Flanke nicht, sondern versucht das Dribbling. Und da kommt da noch Badei an und führt diesen Zweikampf sehr, sehr rustikal und ohne Rücksicht auf Verluste. Brosinski liegt immer noch am Boden. Denn da ist der Badei reingerauscht. Er wischt ihn ein Glück nicht mit dem gestreckten Bein, sondern zieht dann mit dem angezogenen die Füße weg. Da ist auch Brosinski vorher noch nach oben gesprungen. Alles so rechts am Strafraum. Ich wollte das nochmal probieren. Alle haben gedacht, komm, der geht jetzt nicht nochmal vorbei. Der flankt das Ding von dort rein. Scharf in die Mitte, aber er hat es nochmal probiert. Und das Dribbling angesetzt. Am Ende gibt es jetzt einen richtig guten Freistoß. 5 Meter von der Grundlinie entfernt auf dem rechten Flügel. Soltan Stieber, 2-Mann-Mauer. Was macht der Ungar? Er gibt kurz an die rechte Strafraumkante, Heber an den langen Pfosten, rausgeköpft. Kontermöglichkeit. Nee, zweite Reihe, da ist Fürth. Aber Fürth haut das Ding flach in die Mitte und da ist Tesche und der Mann, der von der Morgenpost als wirklich die Auferstehung der Saison gefeiert wird, hat jetzt das Nachsehen. Denn da hat sich Asini gut durchgesetzt auf links, aber Rincon hilft ihm und klärt zur Ecke. Die Spielvereinigung, die bessere Mannschaft. In diesen ersten 12 Minuten muss man ganz klar sagen, der HSV, das ist ja am Ende dann recht verwunderlich, wenn du die ganze Zeit auf den Sack kriegst, dann doch die Mannschaft, die hier das Stottern in den Knien hat und das Kleeblatt mit dem Rückenwind jetzt mit der Ecke von der linken Seite. Brosinski an den langen Pfosten geschlagen, da ist aber wieder Jaroslav Drobny sucht, wen kann ich hier anwerfen, wen kann ich anrollen. Ich versuche es mit einem Abroller auf links, aber da verliert Jiracek den Ball. Das ist natürlich auch ärgerlich, wenn sich René Adler kurz vorher verletzt und ein Torwart, der lange nicht mehr dabei war, hier versuchen soll, das Spiel von hinten ruhig und routiniert aufzubauen. Jetzt bekommt Jiracek nochmal die Takte erzählt von Jaroslav Drobny. Aber Felix Zweier sagt der Junge, Herr Drobny, das ist kein Verhalten. Der Ball war vorher im Tor aus, also Abstoß vom Kasten von Drobny. Und diesen Disput, egal mit wem, sollte er in diesem Ton unterlassen. Das ist die eindeutige Bewegung mit den Armen von Felix Zweier. Kopfballduell in der gegnerischen Hälfte geht diesmal an die Hamburger. Allerdings köpfen die den Ball in Seiten aus. Einwurf für Brosinski von rechts. Der versucht es mit einem langen Teil, 35 Meter, da ist Mens Jännern gefordert, muss da rausrücken, sonst wäre schon wieder in seinem Rücken dieser Asemi da gewesen. Also der ist kreuzgefährlich. Der ist auch nicht direkt neben Djuric aufgestellt, sondern als weitere Reihe, als weiterer Mann ganz vorne drin und bewegt sich da auf der Linie von links nach rechts, ganz dort, wo der Ball ist. Der Einwurf gerade eben ging dann nicht an Asemi. Offensivfoul von den Fürtern, Freistoß vom HSV, aber nichtsdestotrotz bleibt der 1,92 Mann da vorne drin. Die Waffe bei den Fürtern. Frank Kramer hat auch gesagt, unsere Speerspitze ist natürlich der Mann, auf den sich am Ende alles konzentriert. Also so schwierig kann es dann vielleicht auch nicht sein, das Spiel der Fürther auszurechnen. Der HSV mit dem Ballbesitz bei Day verteilt den Ball auf die rechte Seite raus. Fürth ist sehr, sehr agil in der Defensivbewegung. Immer wieder wird derjenige, der den Ball bei den Hamburgern hat, sofort angelaufen. Da ist kaum Platz zum Atmen. Jetzt mal vielleicht ein bisschen, aber Tesche ist auch 40 Meter weg vom Tor. Pass in die Mitte. Van der Vaart lässt liegen für Pierre-Michel Lasogga. 20 Meter zentrale Position. Ja, 25 Meter waren es schon. Er versucht es noch mit dem Vollspann. Aber der bleibt dann hängen bei den Fürthern. Aber das ist genau diese Wucht, diese Kanone, die er da rauslässt. Der Pierre-Michel Lasogga. Zuletzt ja mit Oberschenkelproblemen ausgefallen. Dann gab es das Comeback gegen Mainz und direkt das Tor. Der 22-Jährige wird den HSV verlassen. So viel steht so gut wie fest. Und jetzt wartet er auf den Ball vorne drin. Tesche aus 30 Metern. Ja, na gut. Also die Auferstehung der Saison. Robert Tesche haut den Ball 10 Meter übers Tor. Aber klar, am Anfang wollten sie alle den Tesche irgendwie loswerden. Aber das war so vielleicht auch dieses Selbstverständnis, was letztlich zu dieser Situation geführt hat. So ein Robert Tesche, der passt nicht zu uns. Wir können uns doch nicht mit einem von Arminia Bielefeld verstärken. Robert Tesche ist aktuell der, der am meisten tut im zentralen Mittelfeld, am meisten fightet und keinen Vertrag für die neue Saison angeboten bekommen hat. Die Gespräche auf Eis gelegt, der Abstoß vom Kasten von Greuther Fürth kurz ausgeführt.
Ja, geh mal frei und Benedikt Röcker hinten in der Innenverteidigung. Jetzt ist links Nico Gieselmann da, der heute noch nicht so viel nach vorne macht. Und jetzt zusieht, wie Rincon auf Höhe der Mittellinie den Ball jetzt ausspitzelt. Einwurf für Greuther Fürth. Baba gegen drei. Baba verliert den Ball, Ballbesitz bei den Hamburgern. Und die Rothosen versuchen es mit einem flachen Pass zu Şanalıoğlu. Das funktioniert vorerst. Dabei lässt sich aber der Deutsch-Türke dann den Ball nicht fair abnehmen, sondern geht nochmal hinterher. Da kommt Djuricic an und will Şanalıoğlu den Ball wegspitzeln, weil er ein bisschen zu weit weg war. Aber vorher auch noch der Trick. Deswegen Freistoß für den HSV, der jetzt über die rechte Seite kommt. Freistoß schnell ausgeführt, aber Baba gewinnt diesen Zweikampf gegen Diekmeyer auf dem rechten Angriffsflügel der Hamburger und leitet das jetzt ganz cool weiter ein. Auf links draußen mit einem Heber zu Nico Gieselmann, der jetzt mal zum ersten Mal mit nach vorne kommt. Flanke in die zentrale Position. Schussgelegenheit, Stieber, rechts vorbei. Das war dann sehr, sehr offen beim HSV. Schön umgeschaltet bei den Franken über den linken Flügel. Und Nico Gieselmann, der schon 5 Tore vorbereitet hat in der abgelaufenen Saison, mit viel Übersicht. Vorne drin stehen Djuricic und Asemi, alle so zwischen 11-Meter-Punkt und 5-Meter-Raum. Aber ganz hinten, da wäre Stieber an der 16-Meter-Raumlinie. Stieber bekommt den Ball halb hoch. Deswegen schwer, den Platz drauf zu bekommen. Aber hat ihn zumindest erwischt. Nicht gut aufs Tor gebracht. Abstoß vom HSV und Fehlpass von Pierre-Michel Lasogga, der dann mit dem Rücken zum Tor bearbeitet wird. Natürlich vom Gegner sofort, so was der Asemi bei den Fürtern ist, ist der Lasogga beim HSV. Und da gehen sie natürlich drauf von hinten. Freistoß jetzt wieder bei den Hamburgern. Also das fällt mir bei der Fürther Mannschaft auf. Da sind ziemlich viele Freistöße zu. Ist mit so einem Gegner wie Hakan Şanalıoğlu vielleicht nicht das allerbeste Rezept. Der Ball auch immer noch weit weg, halblinks versetzt, 35 Meter. Die Fürther stehen an der 16-Meter-Raumlinie, alle in einer Reihe. Da ist Schluss, da ist Abseits. Und Şanalıoğlu probiert vielleicht sogar direkt. Da kommt einmal auf, Wolfgang Hesel hat ihn sicher. Zentrale Position vor dem Torwart, das war kein Problem. Für Wolfgang Hesel, der in der A-Jugend zum HSV kam, dann 7 Jahre lang bei den Hamburgern spielte, Frank Rost noch warm geschossen hat, 2010 hier, und dann ging es zuerst nach Dresden und dann zur Spielvereinigung Greuther Fürth. Wolfgang Hesel hat den Ball gerade eben abgeschlagen und ihn postwendend zurückbekommen, führt ihn jetzt am Fuß mit seinen weißen Schuhen und seinen weißen Handschuhen, ansonsten komplett in Gelb gekleidet. Nimmt er den Ball jetzt hoch, wirft ihn auf rechts raus und von dort geht der Spielaufbau der Fürther los. Flach, das gefällt mir gut, kein nach vorne Geholze, wie wir es ja manchmal in der zweiten Liga sehen, sondern das ist hier überlegt gespielt. Na klar, so kann man den HSV in dieser Saison bespielen. Das funktioniert. Haben die Fürther oft genug gesehen, wie man den HSV bedrücken kann. Langer Schlag jetzt von den Franken. Von der Mittellinie nach vorne, erstmal weggeklärt von den Hamburgern, aber Djuricic führt den Ball nochmal auf den rechten Flügel, verliert ihn, gut gemacht von Jiracek. Und Şanalıoğlu bringt sich da nochmal selbst in die Bredouille, ist da hinten drin, fährt den Arm aus, beim Pass nach vorne spielt er den Gegner an, aber Stieber bekommt ihn nicht zum Mitspieler gespielt und deswegen Kontergelegenheit für den HSV. Geht's mal schnell, Fürth schaltet auch schnell um, sind wieder fast in der Grundordnung und deswegen versucht Şanalıoğlu mit einem Dribbling und jetzt sieht sein Gegner die gelbe Karte. Das macht der Neuner beim HSV stark. Tim Sparv hat da mit seinen 1,94 so ein bisschen Geschwindigkeitsnachteile und kommt deswegen nicht rein in diesen Zweikampf am Boden. Setzt dann Hakan Şanalıoğlu um und sieht da völlig zu Recht die zweite gelbe Karte in der Saison. In der Relegation ist es ja so, dass die gelben Karten von der Bundesliga weitergezählt werden. Unter anderem eine wichtige Nachricht für Raphael van der Vaart oder Thomas Rincon. Und Şanalıoğlu, der HSV-Topscorer, wischt sich den Schweiß von der Nase und hebt den Ball jetzt an den 16-Meter-Raum, weggeklärt von Tim Sparv. Zweite Reihe, Rincon mit der Innenseite an den 11-Meter-Punkt gehoben, aber da ist schon wieder ein Fürther da und köpft den Ball in Seiten aus. Einwurf für den HSV an der linken Eckfahne. Jiracek lässt sich nicht lumpen, gibt direkt wieder zurück zu Şanalıoğlu. Der will in die Mitte ziehen, aber rutscht weg. Der Rasen
nicht ganz so gut zu bespielen offenbar, obwohl sich die Deutschen ja gegen Polen vor ein paar Tagen da sehr zurückgehalten haben. Diekmeier auf rechts mit Van der Vaart im Zusammenspiel. Diekmeier gegen zwei wird jetzt weggegrätscht, aber das war fair, gut gemacht von Nico Gieselmann. Einwurf für den HSV. Kurzes Gespräch zwischen Florian Steuer und Dennis Diekmeier, der Linienrichter, der jetzt neben Diekmeier steht. 5 Meter von der Eckfahne kommt der Einwurf an den kurzen Pfosten, aber da wird ja Michel Lasogga von 2 Leuten belagert. Also so gut wie aussichtslos, dass der Ball dann am Ende doch durchkommt. Jetzt auch noch hohes Bein von Thomas Rincon. Und der Venezolaner legt sich auf. Das war doch nichts. Ich habe doch nur versucht, dem Baba da den Ball wegzuspitzeln. Aber gut, Baba geht mit dem Kopf so auf Halshöhe und Rincon kriegt halt sein Bein relativ weit hoch. Der Kraftwürfel auf Südamerika regt sich danach sehr, sehr auf. Ganz schön beweglich für so viel Oberkörper. Thomas Rincon kann aber daran nichts ändern. Es geht weiter mit einem Freistoß für die Spielvereinigung Greuther Fürth. Wolfgang Hesel haut das Ding nach vorne. Verlängert von Robert Tesche zum eigenen Mann. Coast-to-Coast-Spiel. Jaroslav Drobny hat den Ball kurz abgerollt und Fürth wartet nicht hin. Die haben in den ersten 2-3 Minuten etwas dezenter gestanden, aber dann sofort gemerkt, wenn wir hier einen Mencien oder einen Giroud anlaufen oder einen Badei, der jetzt auch fast schon wieder den Ball da weggespielt bekommt, dann kann das was werden. Und dementsprechend versuchen sie es hier früh nicht, um sich hier großartig zu verausgaben. Aber sie gehen zumindest drauf. Das Spiel nach vorne beim HSV hat aber diesmal Früchte getragen. Sie sind in der gegnerischen Hälfte schon angekommen. Auf der rechten Seite Rincon mit einem Flachpass zu Raphael van der Vaart. Er hat auch direkt Besuch bekommen, lässt wieder prallen. Und Rincon versucht der rechten Linie runter. Ja, gut verteidigt, aber Einwurf schnell ausgeführt beim HSV. Tesche auf rechts, läuft seinem Gegner hinten in die Hacken und sieht deswegen völlig zu Recht den ausgestreckten Arm von Felix Zweier, dem Immobilienkaufmann aus Berlin. Und dieser ausgestreckte Arm, der zeigt in die andere Richtung, in die, wo irgendwann dann das Tor von Jaroslav Drobny steht, also Freistoß für die Spielvereinigung Greuther Fürth. Ein langer Schlag nach vorne, Giroud steht lange in der Luft und kann den Ball nach vorne wegköpfen. Baba auf dem linken Flügel mit dem Spiel nach hinten. Raphael van der Vaart geht drauf, geht ordentlich rein in diesen Ball, obwohl da Mergi Maffray im Weg stand, aber der Holländer, der ungefähr 3,5 Millionen im Jahr verdient, will kämpfen. 2014 noch ohne Tor, hat gesagt, er hat sich die beiden Dinger für die letzten beiden Spiele aufgehoben. Na dann, Einwurf für die Fürther. Linke Seite, Gieselmann wirft der Linie entlang. Ah, das war dann am Ende doch ein bisschen zu viel Körperbewegung bei Ilya Asemi, wird zurückgepfiffen. Freistoß für den HSV. Nee, es gibt Einwurf bei den Hamburgern. Asemi deckt hinten eine Anwurfstation zu, deswegen versucht es Diekmeier nach vorne, wirft zum Gegner. Jetzt Kopfballstaffette, das Spiel hat ein bisschen an Qualität verloren. Also Torchancen gibt es nicht mehr so wirklich. Das sah in der ersten Phase der Partie ganz gut aus, aber jetzt vielleicht mal wieder der HSV. Çalhanoğlu versucht es mit einem Pass auf die rechte Seite. Rincon rennt hinterher, aber er ist halt wirklich nicht der Sprinter. Also André Hahn vor ein paar Tagen wäre da noch hingekommen. Çalhanoğlu's Pass war natürlich auch mit besten Wünschen und dem rechten Außenriss auf der rechten Seite. Los, komm Thomas, mach hin. Du kommst schon ran, ich weiß es, aber am Ende ging der Ball dann doch in Seiten aus. Einwurf für die Spielvereinigung, die jetzt hintenrum spielt. Benedikt Röcker führt das beste Zweikämpfer, haut den Ball nach vorne und von dort landet er wieder beim HSV. Ja, Aktion bei den HSV-Fans heute ist sicherlich zu hören. Es gab auch eine Aktion, die die ganzen Fanclubs ausgerufen haben. Alle blau in die Relegation. Ich denke, das wird auch bei dem einen oder anderen Bundesligaspiel der Fall sein. Vielleicht nicht alle, aber zumindest, naja, ihr kennt das ja. Und jetzt der HSV sehr konzentriert und klar in den Gedanken im Spiel nach vorne. Sie haben die Fürther mal hinten drin. Tesche mit einem flachen Pass nach vorne, verlängert von Van der Vaart, aber da kommt 5 Meter vor dem gegnerischen Tor. Erst das lange Bein von Brosinski, der diesen Heber von Van der Vaart von den Füßen von Çalhanoğlu fischt. Und außerdem gab es die Fahne von Florian Steuer.
der das völlig richtig gesehen hat, einen Meter im Abseits bei diesem Pass von Rafael van der Vaart. Hakan Çalhanoğlu, dessen Berater Bektaş Demirtaş gesagt hat, es wäre der nächste Schritt für Hakan, um international zu spielen, irgendwo hin zu wechseln. Und wenn er innerhalb Deutschland wechseln sollte, dann hat Leverkusen die besten Karten. Naja, gut. Es gibt jetzt cleverere Aussagen vor so einem wichtigeren Spiel. Das sagt dann auch Rafael van der Vaart, wenn ein Berater so etwas zwei Tage vor so einem wichtigen Spiel sagt, dann ist er ein schlechter Berater. Mirko Slomka daraufhin. Hakan Çalhanoğlu scheint das alles gar nicht zu belasten. Na, da sind wir mal gespannt. Pierre-Michel Azoga passt den Ball zum Gegner an, ist auf Höhe der Mittellinie. Ilia Azemi verliert den Ball, aber wird dann noch gefoult. Freistoß schnell ausgeführt. Stieber passt den Ball in die Mitte. Azemi geht vorbei an seinen Gegenspieler. Azemi, aber das Tropfi! Und bekommt die Beine zusammen. Schön mitgenommen von Azemi bei diesem Pass von Stieber. Der geht von der rechten Seite in die Zentrale. Azemi mit dem Rücken zum Tor, nimmt den Ball mit der Innenseite mit und eine 180-Grad-Drehung. Ganz, ganz fein. Und war dann plötzlich vorbei an Giroud. Spitze, Winkel, haut den Ball flach drauf. Und Drobny bekommt die Beine zusammen. Ecke von der rechten Seite. An den langen Pfosten geschlagen. Gibt's da den Kopfball? Nein, Mencien ist da und köpft den Ball erstmal raus. Am linken Strafraum-Exit nochmal die Fürther dran. Und Stieber bekommt den Ball rechts drin im Strafraum. Stieber wird weggeblockt vom Baldey. Ja, die Fürther haben dann vom linken Strafraum-Eck den Ball einfach nochmal in die Mitte geköpft und er trudelte und hüpfte hinten raus auf die rechte Seite, aber Stieber bei dem Schussversuch weggeblockt. Fürth baut hinten neu auf über Wolfgang Hesel. Na gut, das ist nicht wirklich ein Aufbau. Im American Football könnte man das durchgehen lassen, aber so muss man auf den Fehler des Gegners hoffen und der funktioniert. Mencien passt zum Gegner, Azemi hat den Ball am Fuß. 20 Meter, Azemi ist jetzt nicht unbedingt der Distanzschuss offenbar. Also dieser Distanzschuss von der halbrechten Position war auch mit seinem etwas schwächeren linken Fuß, aber ging dann sehr, sehr deutlich 7 Meter am linken Kreuzeck vorbei. Da musste Jaroslav Drobny nicht eingreifen. Ja. Jaroslav Drobny hat 4 Gegentore kassiert in jedem Spiel, in dem er bisher für den HSV in dieser Saison auf dem Platz stand. Langer Schlag jetzt bei den Hamburgern vorne rein, aber da kommt Rafael van der Vaart nicht dran. In insgesamt 4 Spielen hat Robny den verletzten René Adler vertreten müssen. Heute fehlt Adler wegen Rückenproblemen. Stieber löst das gut. Rechts drin in der eigenen Hälfte. Und Fürstner mit einem flachen Pass vorne rein, aber da kommt der Djurdjic nicht dran. Gut aufgepasst von Mencien, aber nochmal im zweiten Versuch. Djurdjic aus der zweiten Reihe, zieht von rechts in die Zentrale, gibt den Ball auf links raus. Da ist ein bisschen Platz für Gieselmann. Der bringt den Ball nicht in die Mitte, haut nämlich direkt aufs Tor mit dem Vollspann. Aber der Ball hat sich nicht mehr gesenkt. Der ging einfach nur gerade über die Latte in Richtung der Fans des HSV. Und die halten sich einigermaßen zurück. Also klar, ihr hört das Getrommel. Es gibt ja mehrere Gruppen hier in der Imtech Arena, aber direkt hinter dem Tor des HSV, der Fürther, also von unserer Position aus rechts, da ist einigermaßen Funkstille. Jetzt geht wieder ein bisschen was los. Und es gibt einen Einwurf für Peter Jiracek. Der Mann mit dem Zöpfchen wirft nach hinten zu Milan Baldey und er verliert den Ball und kein Foul an Baldey und Kontergelegenheit. Azemi hat den Ball, führt ihn gegen 3 Hamburger, geht vorbei, legt den Ball nochmal rechts raus. Da ist ein bisschen Platz jetzt für Fürstner, der ist rechts dran am Strafraum. Fürstner zieht drauf, aber abgeblockt von Mencien. Zweite Möglichkeit für Azemi. Kein Handspiel, sagt Dr. Felix Zweier. Kann man anders entscheiden, das sieht auch das Hamburger Publikum so. Aber war offenbar weder Absicht noch eine unnatürliche Handbewegung. Somit geht es weiter, regulär Einwurf für die Fürther, 16 Meter von der rechten Eckfahne entfernt. Brosinski wirft den Ball rein in den Strafraum am kurzen Pfosten. Preider 2 zusammen. Mencien hält sich am Schädel und auch ein Fürther Spieler hat sich bei dieser Aktion verletzt. Die Pfiffe des Publikums gegen Nikolaj Djurdjic, der da unten liegt, sind obligatorisch. Klar, wenn da einer versucht in so einer Situation Zeit zu schinden,
oder wenn es zumindest so aussieht, aber ich kann es mir gerade nochmal in der Wiederholung angucken. Ei! Da geht Djuricic nach diesem Einwurf zum Kopfball und will den Ball nach hinten köpfen. Dementsprechend auch so eine Rückwärtsbewegung, wie mit langen Haaren, wenn man nach dem Duschen die Dinger im Gesicht hängen hat. Und dabei trifft er den Mencien an der Stirn mit dem Hinterkopf. Also dieses ungute Gefühl und dieses unerwartete Gefühl wird jetzt gerade mit einem grünen Eiswürfelbeutel gestillt. Und das Publikum der Hamburger, das muss jetzt spätestens aufhören zu pfeifen, denn Azemi ist hinter der Grundlinie, kann sich also dort behandeln lassen. Und Felix Zweier trägt den Ball wie ein Diener die Vorspeise in Richtung Mittellinie, wo es jetzt einen Schiedsrichterball geben wird. Felix Zweier lässt sich da noch ganz kurz von Peter Hiracek volltexten, aber tut das ab mit einer galanten Kopfschüttelbewegung. Sagt, Junge, ich gebe den Ball einfach direkt zu den Fürtern und ihr kriegt ihn eh zurück. Und genauso ist es auch. Die Fürther, die jetzt eine Unterzahl spielen, müssen wieder neu verteidigen, diesmal ohne Nikolaj Djuricic. Und bei dieser Verletzungsunterbrechung haben sich die Hamburger neu beraten. Da war Cananoglu genauso wie Pierre-Michel Azoka bei Mirko Slomka. Rafael van der Vaart lässt sich jetzt offenbar ein bisschen weiter nach hinten fallen. Hat nämlich gerade eben aus der Sechserposition versucht, den langen Ball zu spielen. Der war scharf in Richtung linker Sturmposten, aber Azoka kam nicht dran. Dann auf der Mittelstürmerposition nochmal van der Vaart. Die Fans wollen hier auch einen Trikotzupfer gesehen haben, aber die Fürther sind dazwischen offenbar faire Zweikampfführung. Nikolai Gieselmann, der linke Außenverteidiger, zurückgespielt zu Benedikt Röcker. Der nimmt ganz hinten Wolfgang Hesel mit und er legt sich den Ball auf den linken Fuß, täuscht dann den weiten Schlag an, aber geht an Pierre-Michel Azoka vorbei. 20 Meter vor dem eigenen Tor macht das dann mit der Spieleröffnung und schon wieder so ein Luftzweikampf. Diesmal hat sich da Hiracek wehgetan, weil Azemi ihm irgendwie aufs Knie gesprungen ist, aber es geht weiter mit einem Angriff für den HSV. Dennis Diekmeier gegen Baba, nur zweiter Sieger, aber Baba legt den Ball dann doch über die Seitenauslinie. Und Diekmeier räumt da erstmal die kleine Bande weg, während Nikolaj Djuricic den Rubesch macht, der Turban um den Schädel. Und apropos mit dem Kopf verlängert dieser Einwurf gerade eben von Robert Tesche. Aber in der Mitte war Wolfgang Hesel und dort war Feierabend. Wolfgang Hesel hat 11 Mal zu 0 gespielt in dieser Saison. Und ja, der lange Schlag von ihm landet bei einem Mitspieler. Von dort springt der Ball wieder zurück in die Mitte. Und jetzt gibt es hier ein Kopf an Kopf, sich in die Augen schauen, zwischen dem einen Stefan Fürstner, der bei diesem Kerzenball im Mittelkreis sich von Rafael van der Vaart hat wegdrücken lassen und natürlich da sofort in die Knie geht, wie angeschossen. Van der Vaart geht dann nochmal zu Stefan Fürstner, will ihn fragen, welche Augenfarbe hast du eigentlich genau und was soll denn das eigentlich? Und Stefan Fürstner so nach dem Motto, was willst du? Schiedsrichter pfeift, hast du ein Problem? Freistoß gibt es für die Spielvereinigung beim Stand von 0:0, langer Schlag auf die rechte Seite. Dort pflückt Azemi das Ding runter, setzt sich da auf dem rechten Flügel gut durch. Es ist mehr gemarfrei, ist fast genauso groß, aber kann nicht so gut dribbeln. Deswegen legt er sich den Ball da auf dem rechten Flügel über die Grundlinie, ohne hinterherzukommen. Und Abstoß von Jaro. Robny weiß nicht genau, wen er anspielen soll. Ist da jemand? Na gut, auf dem linken Außenverteidiger steht Peter Hiracek, den spielt er flach und scharf an, überspielt dabei sogar die erste Reihe, nämlich die beiden Innenverteidiger. Fürth steht dermaßen hoch. Wir haben erkannt, den HSV kannst du echt hinten unter Druck setzen. Das funktioniert. Mit Laufarbeit, dann schnell zurück, ist hier ganz wenig zu machen. Wir haben schon 35 Minuten rum und die Hamburger warten noch auf die erste größere Tormöglichkeit. In meinen Augen die Spielvereinigung Greuther Fürth die bessere Mannschaft in dieser Partie. Wolfgang Hesel mit dem flachen Pass raus aus dem eigenen 16-Meter-Raum in den Fuß von Mergim Mafrai. Und der Innenverteidiger kann in aller Ruhe mit ganz viel Sicherheit den Ball rüberlegen auf den linken Außenverteidiger. Und der gibt dann in die Mitte zu Baba. Der lässt einen aussteigen, verliert jetzt in der gegnerischen Hälfte den Ball. Und somit Kontergelegenheit für den HSV. Da ist mal ein bisschen Platz. Was macht Badei? Er legt ihn weiter, aber wieder so ein Schrottpass von Badei. Sorry, wenn ich das so sagen darf, aber ich beobachte Milan Badei seit seiner Zeit
von Dynamo Zagreb. Da gab es ja mal dieses Europa-League-Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen er da gespielt hat, aber da habe ich ihn auch gesehen. Und dann beim HSV so oft und so oft bin ich enttäuscht von dem Mann, der für gar nicht wenig Geld, ich glaube es waren 3,5 Millionen, vom HSV kam. Von wegen Balkan Zidane. Das ist wirklich richtig schlimm, was der anbietet ab und zu. Thomas Rincon gibt weiter auf rechts. Diekmeyers Flanke wird abgeblockt. Deswegen am kurzen Pfosten die Möglichkeit für Raphael van der Vaart. Aber keine Chance gegen Röcker. Überhaupt nicht. Der ist ein Kopf größer. Da können die Fürther jetzt mal umschalten. Aber das geht nur bis zum Mittelkreis auf der linken Seite. Da ist Asemi und der Wandspieler hält den Ball ganz kurz. Dann kommt Giroud von hinten und reißt die Wand ein. Und dann mit so einer großen Kugel. Mit einem eingestreckten Doppelgrätscher. Und Asemi hebt jetzt nicht ab und macht den sterbenden Schwan, aber springt dann noch ein paar Mal auf. Das hat weh getan. Hält sich jetzt gerade noch mal ganz kurz das Knie und der Fuß. Ja, da ist dem der Giroud volle Suppe hinten drauf gestiegen. Reingerutscht. Hatte Glück, dass er keine gelbe Karte gesehen hat. Johan Giroud bei diesem Einsteigen. Tim Sparv hat bisher eine gelbe Karte gesehen. Ansonsten noch niemand ohne oder mit dem gelben Karton. Ja, kennen wir auch. Solche Fangesänge. Felix Zweier kennt die auch. Würde ihn nicht großartig irritieren in seinem 5. Jahr Bundesliga. Langer Schlag vorne auf Lasogga, den verspringt der Ball fast, aber Jiracek kommt noch ran, hat den Ball auf die linke Seite gegeben zu Cananoglu. Der passt in die Zentrale, alles auf der zweiten Reihenhöhe und Lasogga setzt sich dort gut durch und gibt dann wieder auf links raus zu Cananoglu. Der bekommt den Ball noch kurz vor Übertreten der Grundlinie, alles auf Höhe der linken Eckfahne. Aber vorher war Pierre-Michel Lasogga, der sich da wirklich wie ein Kämpfer in diese Bälle gehauen hat. Boah, gefault worden. War er gefault worden, ist schwer zu sagen, denn er gibt den Ball da raus und ja, jetzt bekomme ich die Wiederholung. Da tritt ihm Stieber auf den Fuß. Und zwar den rechten, mit dem er da auf links rausgepasst hat. Und deswegen ist er hochgesprungen und deswegen gibt es jetzt die Sahnegelegenheit für den HSV. Das ist natürlich eine Geschichte für Hakan Cananoglu. Das sind 20 Meter. Das ist die halblinks versetzte Position. Das ist wie gemalt für den besten Freistoßschützen dieser Bundesliga-Saison. Die Mauer der Fürther ist 5 Mann stark. 3 Hamburger auch noch drin. Cananoglu läuft an, Oberkörper gebückt. Haut den Ball drauf, an der Mauer hängen geblieben. An der Mauer hängen geblieben, rechts ist noch Giroud am Ball. Alles rechts drin im Strafraum, jetzt geht er raus aus dem 16-Meter-Raum. Gegen 2 Leute gibt es die Ecke. Nee, die Fürther machen das gut und Djuric auch richtig clever. Mit der Hacke und einem Trick kommt er vorbei und öffnet den Konter. Also auf der linken Seite Nico Gieselmann im Sprintduell mit Diekmeyer. Aber setzt sich da weiter gut durch, setzt gut nach. Und Djuric wird jetzt von Rincon vom Ball getrennt. Und da ist ordentlich Gift drin in dieser Partie. Also die Fans gehen gut mit und die Männer da auf dem Rasen können sich auch alle nicht mehr leiden. Der Einzige, der jeden lieb hat, ist Felix Zweier. Der 32-jährige Schiedsrichter hat alles im Griff. Ganz in Schwarz gekleidet sieht er jetzt, wie die Fürther auf dem linken Flügel sich den Ball hin und her spielen. Flach, das gefällt mir wirklich gut. Also dieses Fußballspiel, was die Franken anbieten, ist gepflegt, überlegt. Und landet jetzt auf der rechten Seite. Daniel Brosinski pflückt diesen Ball runter. Rechtes Halbfeld, Flanke rein. Der wird lang und länger und da muss er hochgehen. Jaroslav Dropny. Der wäre vielleicht auf die Latte gegangen, aber der 1,92-Mann. Ganz easy. Ausgestreckte Arme. Und dann der Abschlag. Vorne auf Lasogga und der bekommt den Ball nicht. Und dann humpelt er so ein bisschen hinterher. Und ich dachte schon, na, Oberschenkelprobleme. Aber das geht offenbar doch ganz easy weiter bei ihm. Und genauso ohne Probleme. Jetzt der Angriff auf links bei den Fürthern und wieder fällt da einer, aber Felix Zweier lässt weiterlaufen. Auf die rechte Seite zu Stieber, an der rechten 16er Ecke. Stieber gibt schön weiter auf rechts zu Djuric, Pass in die Mitte, abgeblockt von Jiracek. Nochmal die Möglichkeit, aber wieder weggespitzelt aus dem 16-Meter-Raum raus und wieder Kontergelegenheit für den HSV. Auf links Cananoglu, spielt da auf Höhe der Mittellinie Lasogga an, der hält den Ball aber mehr auch nicht.
Der bekommt dann von hinten Druck. Mavrai arbeitet ein, zwei, dreimal mit allem, was er hat. Und Fair spitzelt den Ball in Seiten aus. Die Spielvereinigung wieder so, wie sie stehen muss, im 4-4-2. Und der HSV mit dem Einwurf auf links. Badei im Mittelkreis mit dem Pass zu Rincon. Sie versuchen es jetzt, indem sie das Spiel breit machen. Aber das Tempo fehlt so ein bisschen. Wo aber Platz ist, dann ist plötzlich in der Mitte. Ja, da haben sie jetzt gerade versucht, Van der Vaart mal frei zu spielen, aber das ist natürlich keine so schlechte Idee. Wenn die sich da den Ball von links nach rechts legen, die Hamburger, und die Fürther gehen mit, und irgendwie versucht es da Van der Vaart mit einem kurzen Antritt zwischen die Schnittstelle. Da hat er plötzlich den Ball. Wenn er flach angespielt wird gerade eben, bekommt er 20 Meter vor dem gegnerischen Tor die Kugel in den Fuß gespielt und dann wird es gefährlich. So gibt es Abstoß vom Kasten von Greuther Fürth. Aber der Ball ist schon wieder weg. Hakan Calhanoglu macht ein gutes Spiel. Hat den Ball erobert und führt ihn von links diagonal rüber auf die rechte Seite, lässt liegen für Rincon. Rincon sieht in der Mitte, dass Tesche zugestellt ist. Deswegen legt er noch ein bisschen weiter zurück zu Badei. Der gibt direkt weiter zu Michel. Pierre-Michel Lasogga hinter das eigene Standbein gezogen. Aber das dauert zu lange bei Lasogga. Kommt nicht hinterher. Umschaltmöglichkeiten für die Spielvereinigung. Auch nicht funktioniert. Vorne war nur Asemi Menzien gut verteidigt. Haben noch 3,5 Minuten in dieser ersten Halbzeit. Es steht 0-0 und das Publikum geht richtig gut mit. Natürlich, wenn der Platz da ist zum Kontern. Und auf der rechten Flügelposition war gerade mal eben ein bisschen Raum da. Ring konnte das Tempo raus, spielt nochmal nach hinten. Dann ist das Publikum da. Badei mit einem flachen Pass zu Lasogga. Der lässt prallen, den Calhanoglu mit, wieder zurückgegeben auf Badei. Linke Seite, Pass in die Zentrale. Jiracek hat einen Trick zurückgegeben. Schussposition aus der zweiten Reihe wäre da, würde Djuric beim HSV spielen. Denn der Stürmer, der Fürth, hat mit nach hinten gearbeitet und da in der zweiten Reihe den Ball erkämpft und dann auch den Konter so ein bisschen eingeleitet zumindest. Jiracek hat aufgepasst und in Seiten ausgeklärt. Auf der rechten Seite hat Fürth Einwurf. In Spuckweite von Mirko Slomka. Da wirft Daniel Brusinski aber erstmal nach hinten. Und der HSV. Zwischen den beiden Innenverteidigern, Menzien und Giroud, stehen die beiden Stürmer. Bei den Fürtern. Es ist wie, wenn man auf dem Jahrmarkt mit den beiden Mädels unterwegs ist und die beiden tuscheln und die beiden Kerle sind außen. So sieht das gerade aus in der Innenverteidigung beim HSV. Jetzt machen sie mal ein bisschen Platz, aber gut aufgepasst. Von Giroud, der passt jetzt vor den Fürtern dann vorne rein in die Spitze zur Jahrmarkt-Truppe. Hat nicht funktioniert, denn Giroud ist ein echter Kerl. Aber Fehlpass von Pierre-Michel Lasogga. Und wieder ist da Raum da auf den Flügeln der Fürther. Linke Seite, Gieselmann bringt den lang und weit. Aber der geht ganz, ganz weit auch am Tor vorbei, am langen Pfosten. Jaroslav Drobny legt den Ball sich zurecht. Also dieses Spiel macht mir zumindest richtig viel Spaß. Da geht es hoch und runter. Immer mal wieder so ein kleiner Fehler, der dem Gegner Räume eröffnet. Was noch fehlt, sind so die hochkarätigen Torchancen. Da könnte noch ein bisschen was gehen. Stark gemacht, doch jetzt schon wieder mehr gegen Mavrai. Hinten lässt der erste Lasogga stehen, aber dann scheitert er an Calhanoglu. Der haut drauf, fliegt vorbei. Das war's doch mal. So ein kleines Fehlerchen von Mavrai und dann gab es den Raum an der linken Strafraumkante für Calhanoglu. Der holt da aus, aber sieht, ich bin noch nicht so richtig hinterm Ball. Wartet noch einen Zwischenschritt und haut dann mit dem Vollspann drauf. Der Ball geht 2 Meter am linken Pfosten vorbei. War mal zwischendurch auf Hüfthöhe und hat sich dann wieder runter zur Grasnarbe gesenkt. Also diese Dinger, das sind echte Waffen, die der Deutsch-Türke da auf die Hütten der Gegner prügelt. Na klar, reiben sich da andere Vereine die Finger danach. Hat seinen Verein ja erst im Frühjahr, seinen Vertrag erst im Frühjahr bis 2018 verlängert. Also ganz billig wird er nicht. Menzien gibt mit der Brust zurück, hinten im eigenen 16-Meter-Raum, aber Drobny hat gut aufgepasst. Und so eine Rückgabe von einem Hamburger Innenverteidiger mit der Brust zum Torwart hat schon mal nicht hingehauen am vergangenen Wochenende. So hat Heiko Westermann das 0-1 verschuldet. Gegen Mainz 05. Der HSV muss sich hinten raus sputen, noch 20 Sekunden regulär zu spielen. Und vor allen Dingen muss er sich beeilen, weil Fürth immer noch agil ist, immer noch alles rausholt im Offensiv- und Mittelfeldpressing. Da geht es sofort auf die Knochen.
wenn der HSV nicht direkt weiterspielt. Somit auch Ballbesitz, Ballgewinn und Ballbesitz bei den Fürthern und Stieber mit einem öffnenden Pass auf die linke Seite. Djuricic gibt direkt wieder in die Mitte, Möglichkeit für Baba zu rechts rauszugeben, Schussmöglichkeit, Asemi, Trobny hält. Trobny ist da, wieder Volleyballer, macht er beide Hände zusammen und klärt den Ball nicht nach oben, sondern nach vorne. Also der Ersatztorwart bei den Hamburgern macht ein bisher gutes Spiel. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Ich, Depp, habe nicht genau hingeguckt und kann euch nicht sagen, wie viel nachgespielt wird, aber ich tippe mal 2 bis 3 Minuten. Davon sind schon 33 Sekunden rum. Kontergelegenheit für den HSV. Tesche aus der eigenen in die gegnerische Hälfte. Gibt in die Mitte zu Çalhanoğlu. Der nochmal ganz rechts raus auf Lasogga. Tempo ein bisschen draußen. Lasogga haut trotzdem drauf, aber jetzt ist ihm egal, ob da 2, 3 Leute vor ihm stehen. Der haut da einfach den Ball in Richtung Hütte. Ist hängen geblieben. Kontergelegenheit für die Fürther. Gieselmann und auch erstmal ein bisschen Luft raus aus diesem Angriff. Lässt die Jungs von hinten nachrücken. Gute Entscheidung. Denn Schussmöglichkeit für Stieber. Rechts vorbei. Habt ihr gehört? Abpfiff in dieser ersten Halbzeit. Der HSV gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth 0:0. Die Spieler pumpen und wir gehen mal kurz in die Halbzeitpause. Ich denke, Rudi Brückner müsste vom Pumpen zurück sein. So viel ich gehört habe, wollte er noch in den Fitnessraum. Pünktlich wie die Maurer sind wir zurück zum zweiten Durchgang. Der HSV nach wie vor ohne Tore, genauso wie die Spielvereinigung Greuther Fürth. Für alle, die sich jetzt erst eingeschaltet haben, zunächst schönen guten Abend von meiner Position. Und ja, Pech gehabt, ihr habt nicht ein bisschen was verpasst in Halbzeit 1. Das ging hier ordentlich zur Sache und so freuen wir uns auch weiter auf guten Fußball zwischen diesen beiden Mannschaften, die über die linke Seite den meisten Betrieb machen. Auf der einen Seite ist es Nico Gieselmann bei Fürth, auf der anderen Seite Hakan Çalhanoğlu beim HSV und der verliert gerade mal den Ball und Fürth kann man nach vorne prügeln, das Ding. Aber die Peitsche kommt nicht an. Da ist Kylian Asemi, der da zwischen diesen beiden Verteidigern, Diekmeyer und Juru, das Nachsehen hat. Juru köpft zu Diekmeyer und der spielt ganz hinten zurück zu Jaroslav Drobny. Ja, die erste Halbzeit, ich habe es gesagt, die hat Spaß gemacht. Hätte auch ganz anders laufen können. Eine Spielvereinigung, die erstmal abwartet. Und ein HSV, der nichts auf die Ketten kriegt. So, aber haben wir dann doch eine positive Überraschung erlebt. Es gab, soweit ich das erkennen kann, von hier keinen Wechsel bei beiden Mannschaften. Also es geht mit dem Personal weiter, wie es schon vor dieser Partie auf dem Spielberichtsbogen stand. Nach wie vor für alle, die jetzt dazu gekommen sind, Jaroslav Drobny im Tor, René Adler mit Rückenproblemen draußen, Heiko Westermann, doch wahrscheinlich sind es Formgründe, Qualitätsmerkmale, nicht mit dabei, für ihn spielt Juru. Marcel Janssen auch nicht dabei. Iracek auf der linken Verteidigerposition. Und die Fürther spielen gut mit. Machen das stark, nicht überhastet, jetzt mit einem Einwurf. Gut, der kommt nach 25 Meter beim Gegner an. Aber der köpft wieder an Seiten aus. 10 Meter Raumgewinn auf Höhe der Mittellinie. Gibt es den nächsten Einwurf für Fürth auf rechts. Wieder auf den Kopf eines Gegners geworfen. Benzien köpft einmal, zweimal in die Luft. Und dann ist der Ball beim Mitspieler auf links. Van der Vaart, von dem mehr kommen sollte. In der zweiten Halbzeit hat sich da vorne so ein bisschen versteckt. Im Gewühl der Zentrale. Kann sich mal ab und zu mit Badej hinten abwechseln, wobei Milan Badej wahrscheinlich dann doch eher auf der 6er-Position besser aufgehoben ist als vorne auf der 10 oder der 8. Jetzt bekommt Van der Vaart mal den Ball, gibt auf halbrechts zu Rincón und der nimmt ganz rechts nicht Diekmeyer mit, sondern steigt auf die Kugel. Spielt wieder zurück zu Van der Vaart, im Zusammenspiel mit Pierre-Michel Lasogga und dann wieder zurückgegeben auf die linke Seite. Çalhanoğlu gut weitergegeben, Schussmöglichkeit für Iracek, aber hängen geblieben. Am langen Fuß von Fürstner und so geht es gut rein in diese zweite Halbzeit. 3 Minuten sind rum, erste Ecke dieser zweiten 45 Minuten von der linken Seite. Wieder Çalhanoğlu bringt den Ball kurz und flach an den kurzen Pfosten. Wo ist der Ball? Keiner weiß, wo er ist. Da ist Pierre-Michel Lasogga, linke Seite, bringt ihn doch mal rein, aber da ist keiner am langen Pfosten. Also Lasogga auf links,
mit viel Optimismus nochmal reingeflankt, aber hinten war niemand. Rincon bekommt dann ganz weit draußen den Ball, geht nochmal der Linie runter und holt zumindest einen Eckstoß raus. Von der rechten Seite für den HSV, der jetzt natürlich auf seine Fankurve spielt. Und die sieht, dass Raphael van der Vaart die Ecke an den kurzen Pfosten bringt. Rausgeklärt von Merge Mafrai. Nochmal der HSV auf rechts. Van der Vaart sieht, dass da drei mögliche Anwurfstationen sind. Das ist eine zu wenig, lässt liegen. Denn er ist ja so ballsicher. Er sollte lieber eine von diesen Adressaten sein. Dennis Diekmeyer wird es am Ende diesen Ball reinschmettern. Bringt den an den kurzen Pfosten. Lasogga verlängert. In der zweiten Reihe ist der Ball aber angekommen und da war Piracek nicht in Schussposition. Lenz Yin rausgegeben auf die linke Seite. Çalhanoğlu wird gleich wieder unter Druck gesetzt vom Gegenspieler auf dem linken Flügel. Es geht deswegen nach hinten. Robert Tesche, auch er hat keine Zeit, nur in der eigenen Hälfte kann der HSV in dieser Situation gerade mal den Ball halten. Ansonsten beim Gegner wird es sofort schwierig. Piracek hebt den Ball in Richtung linke Eckfahne. Çalhanoğlu geht hinterher, alles am Boden. Jetzt gibt es den Zweikampf auf dem Viertelkreis der Eckfahne. Mafrai verliert den Ball. Raphael van der Vaart gibt ihn in die Mitte, aber da kam Çalhanoğlu nicht ran. Und Wolfgang Hesel kam raus aus seinem Kasten. Geht doch gut los, auch von der Stimmung, aber der Gast aus Fürth kommt jetzt. Stieber läuft in Richtung rechter Eckfahne, denn vorher war Mens Yen am Ball, hat den Ball dorthin weggespitzelt und direkt vor der eigenen Fankurve, vor dem Fan-Zehntel vielleicht maximal, eher so ein Fünfzehntel des Unterrangs, direkt hinter der rechten Eckfahne, sind nämlich die Fürth-Fans postiert und die sehen jetzt, genauso wie der Rest, dass sich da Daniel Brosinski Zeit lässt. Und erst jetzt diese Ecke bringt an den kurzen Pfosten. Kopfball drüber. Riesengelegenheit und vor allen Dingen viel, viel Platz. Ein Freigehege für Innenverteidiger da. Dieser 5-Meter-Raum beim HSV. Also da darf der Merge Mafrai nicht so frei zum Kopfball kommen, wenn es nicht sogar Ilya Asemi war. Der ist recht nicht. Also da gibt es bei den Fürtern 2-3 mögliche Zielspieler. Mavrai, Röcker und Asemi. Der Rest ist unter 1,80 gefühlt. Und jetzt gibt es ein Foulspiel an Dennis Diekmeyer. Freistoß für den HSV. Ja, die müssen sie bei diesen Ecken unter Druck halten. Schnell ausgeführt. Diekmeyer wieder auf der rechten Seite geschickt. Bringt den Ball gut in die Mitte. Lasogga tritt das Luftloch, denn vorher war da einer am Ball. Und hat den Ball weggeschlagen, aber nochmal aus der zweiten Reihe. Der Kopfball von Badej zurück zu Lasogga. Links rausgelegt zu Çalhanoğlu. Der Tanz gegen zwei, legt zurück ins Halbfeld. Badej mit dem kurzen Pass, aber da war einer dazwischen reingegrätscht. Kontergelegenheit für Greuther Fürth. Das geht genauso weiter, wie die erste Halbzeit aufgehört hat. Mit Fußball hin und her. Und Asemi legt auf ganz links raus. Viel, viel Platz für Baba. Wo ist Gieselmann, der hinterläuft, aber Baba bringt den Ball direkt. Schulte verpasst und der Ball geht am langen Pfosten vorbei. Starkes Ding von Baba. Versucht es da mit einem halbhohen Pass in die Mitte. Der nimmt dann unterwegs Geschwindigkeit auf, aber der darf dann niemals durchkommen. Der muss vorher abgeblockt werden. Rincon, der Gegenspieler von Baba und auch Diekmeyer, hat sich da nicht in den Weg gestellt. Und somit konnte die Flanke reinkommen. Und an langen Pfosten ist da Djurdjic ran gesprungen. Der 1,86 Mann versucht den Ulf Kirsten Gedächtnis-Grätscher. Aber verpasst da um Stollenlänge. Und deswegen trudelt der Ball weiter durch den 16-Meter-Raum am langen, am rechten Pfosten vorbei. Und der HSV über die linke Seite. Jiracek mit einem Pass in Richtung Grundlinie auf links. Aber das macht Mafrai mit dem Rücken zum Spiel mit viel, viel Dusel ganz gut. In Richtung Mittellinie gepasst, er hätte sonst wohin kommen können. Und am Ende kommt er an bei Asemi, der legt auf Stieber, alles auf rechts. Und deswegen gibt es dort die Konter- und Flankengelegenheit. Piracek hat aufgepasst, wieder Ecke
für die Fürther. Und die Fürther-Kurve, die hüpft. Denn es gibt schon wieder direkt vor den eigenen Augen so eine gefährliche Standardsituation. Ecke von der rechten Seite. Eben hat Asemi völlig frei drauf köpfen dürfen. Was passiert jetzt? Gieselmann hebt den rechten Arm. Der Eckball, der kommt nicht schlecht, aber am kurzen Pfosten ist dann doch einer zur Stelle, der das weiße Trikot mit der Raute auf der Brust trägt, und von dessen Schädel springt der Ball zurück ins Feld. Mittlerweile angekommen bei Wolfgang Hesel, der weit vor seinem Tor steht, zentral und den Ball dann nach vorne schlägt, auf links angekommen. Djurdjic mit der Innenseite zurück prallen gelassen. Alles auf links, ganz weit draußen und ganz viel gehakelt da von Juru und von Asemi. Jawohl, das ist Relegationsfußball. Natürlich, hier geht es um Existenzen. Wenn der Ball dann frei ist, dann gehen da beide hin. Der eine sperrt, der andere drückt und hakelt. Und das war ein bisschen zu viel. Asemi hat den Freistoß gezogen und den gibt es von der linken Seite. Daniel Brosinski, rechter Außenverteidiger, diesmal von links mit dem rechten Fuß. Ein Mann, Mauer, 30 Meter Entfernung, an den langen Pfosten gehoben. Jiracek hat aufgepasst, den Ball mit dem Kopf verlängert in Richtung Ecke. Und dann geht er doch noch über das Seiten aus. Also Einwurf von rechts. Fürth lässt nicht nach. Und Hakan Calhanoglu beschwert sich ein bisschen beim Schiedsrichter, dass die Fürther da offenbar auf Zeit spielen. Wir haben 10 Minuten schon gespielt in dieser zweiten Halbzeit und Brosinski läuft da schräg über den Platz, bringt jetzt diesen Einwurf rein an den kurzen Pfosten. Wenn es gerne ist, da zweite Reihe, Schussgelegenheit, rechts vorbei. Der HSV muss aufpassen. Das ist zu viel Platz für den Gegner. Es war Tim Sparf, der da aus dem Rückraum draufgehalten hat mit seinem starken linken Fuß. Allerdings auch nicht gut. Und jetzt hinten Jaroslav Drobny mit einem Querschläger. Der kommt zwar 40 Meter weit, aber überhaupt nicht dorthin, wo er hin sollte. Die Fürther sind im Ballbesitz und spielen es sicher. Im Mittelkreis ist es Stefan Fürstner, Zusammenspiel mit Sparf über 2-3 Meter. Direktspiel sowie Iniesta und Xavi, nur eben in der Relegation. Und dann gibt es den langen Schlag nach vorne von Djurdjic. Asemi kommt nicht in die Position, gesprintet. Drobny am Ball. Und Spielaufbau bei den Hamburgern. Die Fürther kommt jetzt nicht rein in diesen Zweikampf. Der HSV schon in der gegnerischen Hälfte auf rechts. Diekmeyer, hinten liegt Rincon, steht nicht auf, fehlt als Anspielstation. Rincon will damit zeigen, Schiri, auch wenn du jetzt hier Einwurf pfeifst, eigentlich bin ich gefoult worden vorher. Aber Felix Zweier, der mir gut gefällt, der den Nerven behält in diesem Nervenspiel, zeigt an, es geht weiter mit dem Ball aus den Händen, und zwar aus denen von Dennis Diekmeyer. Oh, Handspiel von Pierre-Michel Lasogga, der diesen Ball mit dem Oberschenkel runternimmt und dann die Hand zur Hilfe. Na klar, fehlt ihm auch so ein bisschen der Spielrhythmus. Da kann nicht alles funktionieren. Von der Körpersprache her, auch von der mentalen Seite, Pierre-Michel Lasogga mit Sicherheit nationalspielerreif, aber jetzt erstmal Abseitsposition. Abseitsposition bei der Spielvereinigung. Ja, ja, langer Schlag hinten raus. Und dann war es Asemi mit der Kopfballverlängerung. Allerdings stand Stiebe da 2 Meter im Abseits. Ja, hätte, ihr wisst, wie der Spruch weitergeht, Pierre-Michel Lasogga sich nicht am Oberschenkel verletzt, dann hätte es vielleicht funktioniert mit einer Berufung. Aber so fehlt ihm einfach die Form, die Spritzigkeit, auch so ein bisschen die Abgezocktheit. Und mal gucken, ob er heute nochmal einnetzen kann. 13 Tore hat er schon geschossen. Der von Hertha BSC ausgeliehene Stürmer-Einwurf. HSV von rechts. Diekmeyer zeigt an, da hier in der Mitte oder so ähnlich. Diekmeyer bringt den Ball an den kurzen Pfosten. Kopfballverlängerung von den Fürtern in die Mitte. Das ist nicht so gut, aber Stieber hat aufgepasst und klärt den Ball erstmal über den eigenen Kopf wieder in Richtung Mittelkreis. Dort ist Calhanoglu, der hebt den Ball an den 16-Meter-Raum, zentrale Position. Mafrey passt auf, geht zum Kopfball, aber der HSV holt sich die zweiten Bälle. Menzien im Mittelkreis, im Gegner, der gegnerischen Hälfte, spielt auf die linke Seite raus. Tesche zurückgespielt auf Menzien und Bardet mit einem flachen Pass in die Zentrale. Gute Idee eigentlich gewesen von Lasogga, dem Ball entgegenzukommen, um dann doch durchzulassen, aber da hat Rincon nicht aufgepasst. Der ist auch von Beruf
defensiver Mittelfeldspieler und keine hängende Spitze. Aber der HSV nach wie vor im Ballbesitz. Rafael van der Vaart in die Mitte gehoben, aber da ist am Ende wieder Mergi Mavrai, der den Ball als Leuchtturm mit seinen 1,89 rausköpft. Aber zur Ecke. Und die bringt der HSV gleich rein. Erstmal muss Robert Tesche runtergehen. Und Marcel Janssen wird für ihn kommen. Hören wir uns mal die Verabschiedung an von Robert Tesche. Okay, mal schauen, wie sich das einsortiert. Erstmal gibt es die Ecke von rechts für den HSV an den langen Pfosten gehoben. Menzien stützt sich auf. Ja, ja. Abgepfiffen. Ja, Robert Tesche, der Abschied, wie gesagt, schon mal angesprochen in dieser Partie. Der Vertrag läuft aus von Robert Tesche. Die Gespräche sind natürlich, es weiß keiner, wie es weitergeht sportlich beim HSV, erstmal auf Eis gelegt. Am 25.05., also am Sonntag in einer Woche, wird auch abgestimmt über HSV Plus. Da geht es nicht nur um die Ausgliederung der Profiabteilung, da geht es auch um die Öffnung gegenüber Investoren. Wenn es eine 75% Mehrheit gibt, dann kommt HSV Plus. Freistoß für die Spielvereinigung auf Höhe der Mittellinie. Und Marcel Janssen, der nicht mit dem WM-Kader ist, dotiert sich hier auf links ein. Na klar, wo auch sonst. Çalhanoğlu drückt ein bisschen mehr in die Zentrale. Und Rafael van der Vaart geht in den Zweikampf in der defensiven Zentrale, aber verliert den. Und die Spielvereinigung Greuther Fürth nach wie vor im Ballbesitz. Auf der rechten Seite. Pass auf Stieber, der da erst den Arm ausfährt und dann von Jiracek gedrückt worden sein will. Aber der Schiedsrichter pfeift nicht. Rincón jetzt hinten gegen zwei Leute an der eigenen Eckfahne. Auf der linken Seite. Pass zum Gegner. Rechte Seite. Das ist Djurcic auf dem rechten Flügel. Heber an den langen Pfosten. Aber da ist Jaroslav Trotny einfach 1,92 groß und macht die Arme lang und hat den Braten gerochen. Aber die Fürther gehen nach wie vor drauf. Also vielleicht sollte es dann Trotny doch mal mit einem Abschlag probieren. Vorne steht einer wie Pierre-Michel Lasogga, der kann so ein Ding auch mal behaupten. Diese kurz abgeworfenen Dinger zu einem verunsicherten Diekmeier oder Jiracek sind vielleicht dann doch nicht die cleversten Ideen, ein Spiel zu eröffnen. So die Spielvereinigung aus der eigenen Hälfte. Das Spiel nach vorne, immer noch in den komplett orangenen Trikots, Hosen und Stutzen. Auf der linken Seite Gieselmann gegen Çalhanoğlu. Der gewinnt den Zweikampf. Einwurf gibt es für den HSV. In der eigenen Hälfte. Diekmeier lässt prallen direkt auf rechts. Alles und jetzt in die Mitte. Zu nach hinten gegeben. Scharf in den Fuß von Menzien. Aber der nimmt den Ball auch sicher an. So, die Vierter müssen aufpassen, denn es gibt einen langen Schlag auf Marcel Janssen. Janssen, erster Zweikampf verloren gegen Daniel Brusinski. Alles auf dem linken Flügel. Stefan Fürstner wird auch unter Druck gesetzt. Bilal Baldey geht dazwischen. Und die Hamburger versuchen den Ball mal irgendwie im gegnerischen Drittel zu behaupten. Auf der linken Seite Pierre-Michel Lasogga, der mit dem Kopf hingeht in diesen halbhohen Pass. Und da gibt es ein langes Bein und ein hohes Bein vom Gegner. Und somit gibt es auch Freistoß für den HSV von der linken Seite. Linke Flügelposition. Also das ist das Halbfeld, das sind noch 25 Meter bis zur Grundlinie und deswegen stellt sich jetzt auch Benedikt Röcker hin, der Innenverteidiger bei den Fürthern, und sagt 18 Meter vor der eigenen Grundlinie ist Schluss, da ist die Linie, der Freistoß kommt rein am kurzen Pfosten, sind aber Baba und auch Fürstner zur Stelle im Doppelpack und köpfen den Ball erstmal weg. 62 Minuten sind rum, der HSV 0. Die Spielvereinigung Greuther Fürth 0. Ecke von der linken Seite, scharf geschlagen an den kurzen Pfosten. Bam, boom, es war da. Aber ordentlich Zug drin. Junge, Junge. Mit der rechten Seite von Hakan Çalhanoğlu diesen Ball reingeprügelt, weggeklärt zur Ecke. Nochmal die Ecke, diesmal an den kurzen Pfosten. Erneut ein bisschen höher, aber weggefaustet von Hesel. Schussmöglichkeit aus der zweiten Reihe von Rincón. Der Ball kommt auch an, aber bei Hesel in den Armen, in den Händen kommt er an. Und Hesels Abschlag war eher so ein Ding in Richtung, ich gebe den Ball mal zurück zum Gegner. Ganz mies erwischt. Also als hat hier auch so ein bisschen fast schon Endspielcharakter. 0-0, beide
geben hier alles. Das Endspiel übrigens am kommenden Samstag im DFB-Pokal gibt es live bei uns im Radio und um 18 Uhr, also zur Sportschauzeit. Samstag 18 Uhr seht ihr bei den Kollegen im TV das FA-Cup-Finale. Mesut Özil, Per Mertesacker und Lukas Podolski mit dem FC Arsenal gegen Hull City. Am Samstag um 18 Uhr live auf Sport 1 im TV. Und hier auf Sport 1 FM geht es weiter mit der zweiten Halbzeit zwischen dem HSV und den Franken. Und mit einem langen Schlag nach vorne. Lasogga lässt den Ball prallen in der zentralen Stürmerposition. Aber Çanakkale kommt nicht dran, wird vorher gefoult und macht jetzt natürlich hier auch einen Aufriss, weil er da unten am Boden liegt. Und deswegen pfeifen auch die Fans. Dem Hakan geht schlecht, aber die Kleeblätter geben das Spielgerät nicht ins Seiten aus. Vielmehr gibt es den Pass von der linken Seite zu Asemi. Der ist rechts drin im Strafraum, rutscht weg. Oh, da war viel Platz für Asemi. Aber unter Druck gesetzt von Jiracek hat er den Ball nicht behauptet. Kontergelegenheit für die Hamburger. Marcel Janssen überläuft den Gegenspieler. Es geht weiter. Kein Foul. Janssen gibt zurück in das Halbfeld. Raphael van der Vaart hebt nochmal an den langen Pfosten. Lasogga Kopfball, aber gehalten von Hesel. Das war eine richtig gute Chance für den HSV. Erst auf links. Kein Offensivfoul von Marcel Janssen im Vollsprint. Guckt dann, wo ist jemand? Ich gebe nochmal nach hinten. An die 16er-Ecke. Und dann van der Vaart mit der Übersicht. Aber auch irgendwie dem Luschi-Ball zu Lasogga. Und der bekommt da nicht richtig Druck hinter. Kein Problem für Hesel. Und schon wieder die Hamburger im Ballbesitz. Rincon. Flachpass auf rechts. Çanakkale schaut sich kurz um. Wo ist Diekmeyer? Diekmeyer, ja, wird gefoult von Nico Gieselmann. Der ist vorher ausgerutscht. Hat gesehen, wenn ich den jetzt durchlaufen lasse, den Diekmeyer, dann ist der rechte Flügel beim HSV komplett offen. Deswegen muss ich mich hier irgendwie reinschmeißen. Taktisches Foul, hat auch noch die Hand zur Hilfe genommen. Alles kniend. Und deswegen gibt es die gelbe Karte für den 22-jährigen Mann da auf der linken Verteidigerposition bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Und der bekommt aber jetzt von Tim Spaß noch mal ein paar warme Worte mit. Junge, kein Problem. Du hast dir alles gegeben. Genau so ist unsere Herangehensweise. Auch wenn du im Rückspiel nicht dabei sein wirst. Nico Gieselmann, wichtiger Mann. Damit gelb gesperrt. Zieht die fünfte in dieser Saison. Und der Freistoß von der rechten Seite. Van der Vaart an den langen Pfosten. Gehobelt, Kopfball, Tor! Abseits, aufgestützt. Nichts da. Offensivfoul, doch. 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 Kein Tor. Kein Tor. Lasogga hat erst die Arme draußen. Und feiert sich wie ein Adler, aber wird dann vom Schiedsrichterassistenten Marcel Pellegrin zurückgepfiffen, der gesehen hat, er hat dabei im Abseits gestanden. Richtige Entscheidung vom Schiedsrichter gespannt, auch wenn die Hamburger das nicht wahrhaben wollen. Aber direkt nach dieser Aktion hat sich Lasogga rumgedreht zum eigenen Publikum, in die eigene Kurve und nach oben gehoben die Arme. Kommt Leute, gebt nochmal alles, das letzte Heimspiel im Jurassic Volkspark Stadion. Der Dino ist noch in der Liga. Die Uhr tickt 0:0. Vom Kampf her können sich die Hamburger heute nichts vorwerfen lassen. Auf der linken Seite gibt es einen schnell ausgeführten Einwurf und Marcel Janssen, der mit Rückenwind auf links der Linie runtersprintet. Aber gute Zweikampfführung von Stefan Fürstner. Wirft sich da rein in diesen Ball, klärt zur Seite und zeigt dem Schiri an, Junge, eigentlich ist das ein Offensivfoul gewesen. Der Janssen arbeitet hier mit allem, was er oben am Oberkörper rumschlabbern hat. Einwurf von der linken Seite, verlängert von Lasogga, aber dann auch mal rausgeklärt von der Spielvereinigung Greuther Fürth. Çanakkale rechts mit dem Strafraum. Bleibt erstmal hängen, lässt den Gegner ins Leere tanzen, gibt nochmal zurück. Zentrale Position, Rincon haut drauf. Oh, Hesel kann den Ball nur nach vorne abklatschen lassen. Da muss jetzt Gieselmann den Ball irgendwie wegbefördern aus der Gefahrenzone. Funktioniert nur so halb. Baba klärt den Ball Seiten aus, 14 Meter von der rechten Eckfahne entfernt, also auf der rechten Flügelposition des HSV Einwurf. Rincon gegen zwei, Rincon wird gefoult, Rincon zieht den Freistoß. Und das ist ein richtig guter Freistoß. Der ist da ziemlich weit draußen, zu einem Meter neben der rechten Linie, allerdings auch nur 25 Meter von der Eckfahne entfernt. Und ein Linksfuß wie Raphael van der Vaart kann den und wird den mit Schnitt zum Tor bringen. Richtig Alarm an der 16-Meter-Raumlinie der Fürther. Van der Vaart hebt den an den langen Pfosten. Hesel ist draußen, wird dabei gestört. Eigentlich auch aus dem 5-Meter-Raum draußen, aber hat die Arme da
vielleicht noch weggezogen bekommen. Da ist, da ist Lasogga schon, ich sehe es mir gerade nochmal an, da ist Lasogga schon in den Zweikampf hoch und hatte da die Arme oben wie in der BBL beim Dunking und zwar mit dem Rücken zum Korb. Wollte ihn reinstopfen oder rausstopfen aus den Handschuhen von Hesel. Richtig entschieden, auch wenn der Torwart, der Fürther da 7 Meter aus dem eigenen Kasten stand. Fehlpass von Bade im Spiel nach vorne. Angriffsgelegenheit für die Fürther. Sparf gibt auf links raus. Gieselmann mit dem Pass direkt nach vorne. Da hatte Akan Cananoglu die Arme oben. Oder Dennis Diekmeyer war es. Die einen sagen, er hat sich das Gesicht geschützt. Die anderen sagen, er hat diesen Ball abgeblockt. Handspiel, Freistoß, Ballbesitz führt. Im Mittelkreis mittlerweile bei Mergin Mavrai. Der schlägt den Ball nach vorne. Kopfballduell geht an Michael Menzien und Kopfballgelegenheit, Kontergelegenheit für Marcel Janssen. Er legte sich mit dem Kopf einmal vor und sieht jetzt auf rechts, dass Cananoglu relativ viel Platz hat. Wird hinterlaufen von Dennis Diekmeyer. 2-1 auf dem rechten Flügel. Cananoglu, aber Hesel. Schuss mit viel Wucht. Aber der Ball sprang nicht nochmal auf. Er begrub oder wurde direkt von Wolfgang Hesel begraben. Hat sich direkt vor dem Keeper gesenkt. Gutes Stellungsspiel bei diesem Schuss von Wolfgang Hesel. Noch 20 Minuten. Leute, ganz ehrlich, das ist mein letztes Spiel in der Saison. Ich habe keine Lust, dass das Ding hier endet. Es geht so dermaßen nach vorne bei beiden Teams. Da gab es schon so viel, viel schlechtere Spiele. Aber liebe HSV-Fans, liebe Fürth-Fans, ich weiß, dass eure Nerven darauf gut verzichten könnten. Marcel Janssen hebt den Ball in die Mitte. Van der Vaart nimmt ihn mit der Brust runter, aber noch bevor der Ball den Rasen berührt, ist ein Gegenspieler da und klärt den Ball raus. Kontergelegenheit für die Fürther. Auf der rechten Seite ist es ja dann doch eine ganz, ganz starke Zweikampfführung von Giroud. Asemi war da nicht mehr drangekommen. Es war dann doch zu langsam. 1,91 sehen natürlich auch manchmal langsam aus, aber Johan Giroud mit gutem Einsatz. Und jetzt erstmal der Wechsel bei den Fürthern. Weiland, Tom Weiland, den hatten mehrere schon vor der Partie in der Startelf gesehen. Er wird jetzt ausgewechselt für Nikolaj Djurdjic. Tom Weiland ein bisschen defensiv stärker als der Serbe. Djurdjic heute ein gutes Spiel gemacht. Bleibt bei 4 Saisontoren vorerst. Aber es gibt ja noch ein Rückspiel. Holt sich da den Applaus der Trainerbank an und jetzt also Tom Weiland drin. Mit der 14 auf dem Rücken. Wird auch direkt angeworfen auf dem rechten Flügel. Weiland gegen Jiracek auf Höhe der Eckfahne. Kann sich da nicht durchsetzen. Bekommt direkt von 2 Leuten die Zweikämpfe auf die Füße. Fehlpass dann vom HSV in die Füße von Weiland. Rechte Seite. Tom Weiland kann sich aber jetzt nicht gegen Jiracek behaupten. Doch am Ende, was für ein Gestochere da auf dem rechten Flügel. Jiracek am Ende dann doch der Sieger und der Konter erstickt im Keim den Raphael van der Vaart. Und auch Pierre-Michel Sogger werden da von hinten bearbeitet. Und somit gibt es jetzt Freistoß für den HSV. Aber dieser Lasogga, was der auch glaubt, ja, diese Gesten dann immer. Ja, Schiri, und jetzt ist aber wirklich mal Schluss. Und das kann doch nicht sein. Schon wieder bin ich gefoult worden. Junge, du bist derjenige, um den es geht in dem Spiel. Du wirst mal immer angespielt und du bekommst hinten direkt den Druck vom Innenverteidiger. Das ist dein Job, gefoult zu werden. Aber Pierre-Michel Lasogga muss auch, das gehört auch zu seinem Job dazu, Tore schießen. Heute kam es noch keine richtig gute Gelegenheit für Lasogga. Eben das Abseitstor wurde zurückgepfiffen. Und 17 Minuten sind es noch. Lasogga kommt dem Ball entgegen. Schon wieder ist der Gegner da und tritt ihm von hinten. Ah, gut, okay, wenn du so oft verletzt bist, wie Pierre-Michel Lasogga, dann nehme ich das von eben auch gerne zurück. Hatte ich kurz nicht auf dem Schirm, natürlich. Der fehlt ja andauernd, weil er irgendwie Muskelprobleme hat. Dann fühlen sich zwei Kämpfer auch irgendwie anders an. Die Spielvereinigung Greuther Fürth, ganz, ganz stark gemacht von Ilya Asemi gerade eben auf der rechten Flügelposition. Macht er den Zidane-Trick vorher schon mit der Hacke gut behauptet. Also die Körperdrehungen und all das, was so zur Beherrschung dazugehört, ganz stark bei Asemi. Im Tempo fehlt es noch so ein bisschen. Das kommt sicherlich auch nicht mehr so richtig, aber der kann einer werden.
Linke Seite, Freistoß für die Spielvereinigung Greuther Fürth. Da kommt nicht schlecht und Asemi köpft den Ball nicht aufs Tor. Unfassbar. Der muss dann nur über den Kopf rutschen lassen. Aber sofort der Blick nach draußen. Der Linienrichter hat die Fahne gehoben. Aber Asemi hat den Kopf da nochmal gedreht und wollte ihn aufs Tor drücken. Der Ball kam so Sahne auf seinen Schädel. Wenn er den drüber flutschen lässt, dann geht das Ding hinten an den langen Pfosten. Und da steht es 1:0 für den Gast aus Franken, der schon wieder versucht, mit einem langen Ball nach vorne das Spiel auf Asemi zu bringen, aber die Hamburger dazwischen. Trotzdem sind die Gäste in Ballbesitz. Wolfgang Hesel gibt auf rechts raus. Guter öffnender Pass von einem mitspielenden Torwart auf Prosinski. Fürstner wird ins Spiel einbezogen, der spielt in der zentralen Defensive. Sparf, auch er, der Sechser, nach vorne gepasst. 20 Meter zentral in den Fuß von Baba. Er spielt links raus. Gute Zweikampfführung. Dennis Diekmeier in den Passweg reingegrätscht. Und Kontergelegenheit für den HSV. Milan Badej traut sich nicht zu, den Ball auf links raus zu spielen. Gibt nochmal rechts zu Calhanoglu. Dort gibt es die Flanke, aber den Flugkopfball gibt es auch. Und zwar von Benedikt Röcker. Kontergelegenheit für Fürth. Tom Weiland. Lässt liegen für Stieber, der Linie runter zu Brosinski. Brosinski gegen Jiracek und Jiracek bleibt Sieger. Also viele Grätschen in so einem Spiel. Das gehört zu einem Relegationsspiel dazu. Fehlpass jetzt von Marcel Janssen in den Fuß des Gegners und der geht durch. Auf der rechten Seite flankt die Möglichkeit an den langen Pfosten. Da verpasst Asemi. Der 1:91 und dann reingesprungen. In diese Hereingabe, das war einfach dann doch ein bisschen zu unpräzise gespielt von Tom Weiland. Wobei man ihm da wirklich keinen Vorwurf machen kann. Gut durchgesetzt vorher auf der rechten Seite. Gegen zwei Leute den Ball mit dem Vollspann durchgelegt, hinterher gesprintet und dann die Flanke gebracht. Asemi am langen Pfosten mit allem, was er hatte, war er dann doch ein bisschen zu kurz. Der HSV mit dem Einwurf auf rechts, hinten in der eigenen Hälfte. Dennis Diekmeier kurz geworfen. Zu Milan Badej, der bekommt von hinten den Tritt von Baba, aber am Ende sagt der Schiedsrichter, Einwurf für Fürth. Gut, hat er so gesehen. Nico Gieselmann, der sich jetzt nochmal von Frank Kramer kurz zurückpfeifen lässt. Der Kramer steht nämlich direkt hinter ihm und gibt Anweisungen. Leute, verschiebt mehr nach vorne. Wir können jetzt gerade bei so einer Einwurfsituation nach vorne mal drücken. Versteckt euch nicht hinten. Ein Auswärtstor wäre verdammt wichtig aus Sicht der Fürther. Pass nach vorne auf der rechten Seite. Nimmt den Stefan Fürstner gut mit. Die Flanke ist nicht schlecht, aber da ist Giroud, der im kurzen Pfosten auf Brusthöhe den Kopf hinhält. Nochmal die Fürther aus der zweiten Reihe. Fürstner mit dem Pass an den 16-Meter-Raum. Stieber, beweglich, viel Übersicht. Nimmt keine unnötigen Dribblings in Kauf. Die Flanke von der rechten Seite und dort ist das Offensivfoul von Asemi. Nicht auf der rechten Seite, sondern in der zentralen Position. Also vor dem Tor von Jaroslav Drobny kam die Flanke hin. Und Asemi schubt den Johan Giroud da sehr, sehr deutlich und sehr auffällig weg. Und hat sich dabei offensichtlich noch ein bisschen selber wehgetan. Und ja, humpelt jetzt in Richtung Mittellinie, scheint aber weiterzugehen bei Ilija Asemi. Und der HSV mit 12,5 Minuten auf der Uhr in der Intec Arena und das Publikum gibt nochmal alles. Und Rückpass zu Drobny, der nimmt den Ball mit der Brust runter. Ja, vielen Dank, Herr Giroud, aber gut gemacht von Drobny, diesen halbhohen Ball verarbeitet. Vierten der zweiten Reihe. Mit dem Pass auf die linke Seite. Tom Weiland gegen Dennis Diekmeier und gegen Rincon. Spielt nach hinten. Da ist Platz zur Flanke für Gieselmann. Da geht nochmal an der Linie entlang. An der langen Pfosten gehobelt und versucht Ilija Asemi den eingesprungenen Jackie Chan. Das war für einen Kopfball zu weit weg, für einen Volley zu hoch. Deswegen hätte es noch gefehlt, wenn er den Pfosten hochgelaufen wäre, um ihn dann doch irgendwie aufs Tor zu bringen. Also war nochmal eine kurze Demonstration da von, wie beweglich Ilija Asemi dann doch ist und Fürth hat wieder mehr vom Spiel.
Insgesamt die Partie ausgeglichener als im ersten Durchgang, aber trotzdem gerade eben oder jetzt in den letzten 5 Minuten mit den Spielanteilen für die Fürther, die über die linke Seite in den Strafraum reingehen, aber den Fehlpass spielen. Asemi kommt nicht ran, Jumbo hat aufgepasst, spielt den Ball 30 Meter flach nach vorne und Lasogga kommt da 10 Meter entgegen, behauptet den Ball erst gut, wartet dann, wo soll ich hinspielen, Leute, was ist los, ich will nach vorne passen, Marcel Janssen auf der linken Seite, kommt nicht ran. Dort hat Lasogga den Ball hingegeben, aber Janssen war ein Stück zu langsam. Wieder die Kleeblätter im Spielaufbau. Und zwar über Wolfgang Hesel, der ist Torwart und der spielt flach in den Fuß vom Innenverteidiger. Und die Hamburger sind zu siebt in der gegnerischen Hälfte und dürfen sich trotzdem, oder die Gegner dürfen sich trotzdem den Ball flach in den Fuß spielen, ohne sich jetzt mächtig zu beeilen, sind schon im Mittelkreis angekommen und Baba hat Raum. Baba hebt den Ball raus auf die rechte Seite, kommt da noch Weiland ran, der kommt einmal auf, Weiland mit dem langen, hohen Bein, kann den Ball behaupten, geht nochmal in Richtung Grundlinie, Flanke an den langen Pfosten, Baba klatscht da auf den Rücken von Diekmeier. Das hat wehgetan, habt ihr vielleicht auch ein bisschen gehört über unsere Mikrofone. Deswegen jetzt auch die Pfiffe vom Publikum. Baba ist da beim Kopfball wahrscheinlich von der Hüfte oder vom ausgestreckten Hintern von Diekmeier erwischt worden. Und zwar an der rechten Hüfte. Aber das kann natürlich wehtun, wenn du damit nicht rechnest. Und deswegen sind jetzt im Hamburger 5-Meter-Raum Tom Weiland und Baba in einer einfühlsamen Situation. Der eine, der Weiland, der drückt dem anderen, dem am Boden liegenden Baba, sanft auf den Magen. Und ich sehe gerade noch mal, was passiert war. Also sowas kann man auch als Unterlaufen gelten lassen. Allerdings tue ich mich schwer, das von Felix Zweier zu fordern, wenn sowas im 5-Meter-Raum passiert in der Geschwindigkeit. Aber genauso war es, ja. Diekmeier ist nicht zum Kopfball hochgegangen. Hat gesehen, der Ball wird zu lang für mich. Der Ball wird auch zu lang für Baba. Wir stehen zwar schon beide am langen, also am linken Pfosten. Aber der kommt zu hoch. Deswegen ist das Einzige, was ich mache, den Baba beim Kopfball zu stören. Und zwar mit dem ausgestreckten Hintern. Und das hat wehgetan. Hat so ein bisschen geknackt. Geht weiter. Baba wird draußen behandelt. Und die Spielvereinigung mit dem Ballbesitz. Soll den jetzt zurückgeben, den Ball, aber ja, den Gefallen werden sie den Hamburgern nicht tun. Michael Menzien jetzt hebt und fängt diese Flanke ab. Hinten also Hamburg nochmal im Spielaufbau, 9 Minuten noch. Michael Menzien mit dem flachen Pass nach vorne, was geht noch, was fällt den Hamburgern noch ein? Wen können sie noch bringen? Sie haben schon einmal gewechselt, Marcel Janssen. Ansonsten ist da nicht mehr so viel Offensivpotenzial auf der Bank. Oder John, okay. Oder Uasim Bui, naja gut, das Offensivpotenzial nicht wirklich. Es könnte mit diesem Personal dann doch in Richtung Schlusspfiff gehen. Freistoß für Hamburg. 35 Meter Entfernung vom Tor, zentrale Position. Raphael van der Vaart hebt den an den langen Pfosten. Janssen mit dem Kopfball, aber der geht einen Meter am rechten Pfosten vorbei. Und Pierre-Michel Lasogga regt sich auf, den Braten nicht gerochen zu haben. Doch eigentlich keine so schlechte Idee. Der Rafa hebt den langen Ball an den langen Pfosten. Und wenn ich da am kurzen warte, halte ich die Innenseite hin und drücke das Ding über die Linie. Aber so schön dieser Gedanke aus Sicht von Lasogga auch war, er hat es nicht aufs Parkett gebracht. Und deswegen geht es mit dem Abstoß von Wolfgang Hesel weiter. Und im Mittelkreis ist viel Betrieb. 4 Fürther gegen 4 Hamburger. Jetzt wird er verbreitert, das Spiel. Und zwar auf rechts zu Daniel Brosinski, der mir gut gefällt. Genauso wie auf der anderen Seite Nico Gieselmann. Und Brosinski nimmt hinten Wolfgang Hesel mit. Er schlägt nach vorne. Michael Menzien hat sich aufgestützt bei diesem Kopfball. Also die Hände muss er weglassen. Das ist nicht nur in der Defensive bei Michael Menzien das Problem. Der hatte auch schon in der Offensive 1-2 Aktionen bei Ecken, wo er da mit den Händen vorausgegangen ist. Der ist mittlerweile auch schon 26. In seiner dritten HSV-Saison noch ohne Torbeteiligung überhaupt in der Bundesliga. Muss jetzt dafür sorgen, dass es hinten kein Tor gibt. Freistoß für Fürth, 40 Meter zentrale Position. Der Heber an den langen Pfosten, erstmal zurückgeköpft.
auf den Mittelstürmer und von dort gibt es keinen Schuss, denn da ist viel zu viel Alarm. Raphael van der Vaart schlägt aber ins Leere, der Ball geht einmal nach oben und jetzt landet er bei den Fürthern, aber auch die spielen es jetzt so unpräzise auf links. Ja, also da ist natürlich jetzt ein bisschen die Kraft flöten gegangen, aber aufpassen, die Fürther sind hinten raus gefährlich, die schießen ein Drittel aller Tore in der Schlussviertelstunde. Kein Team ist besser in dieser Phase gewesen als die Fürther. Und wir haben Minute 84 und Jiracek läuft der linken Linie runter, bringt die Ball direkt in die Weichteile von Stieber, aber der hat offenbar Schoner an. Deswegen überhaupt keine Probleme offenbar für den Ungarn, aber vorher noch abgepfiffen, hat da eine Unterbrechung gegeben und es gibt den Wechsel. Ilya Asemi raus und für ihn kommt Niklas Füllkrug. Hat mir gut gefallen. Ilya Asemi, mal schauen, wo wir ihn demnächst wiedersehen. Erstmal am kommenden Sonntag um 17 Uhr in der heimischen Trolli Arena, wenn es dann im Rückspiel darum geht, wer bleibt und wer kommt in die erste Bundesliga. Der HSV nochmal rechts drin im Strafraum. Pierre-Michel Lasogga, aber gut gehalten von Hesel. Riesengelegenheit für Lasogga. Der bringt den Ball da am kurzen Pfosten auf die Hütte, aber halt auch zentral auf Wolfgang Hesel. Der macht die Beine zusammen und so gibt's die Ecke von der rechten Seite für den HSV. Van der Vaart bringt den an den langen Pfosten. Hesel ist draußen mit einer Faust und kann den Ball wegleeren. Da geht nochmal Diekmeyer hoch zum Kopfball. Und jetzt ist es Jiracek und der Ball geht aufs Tornetz. Tohu Wabohu im zentralen Strafraum da bei den Fürthern. Alle stehen um den Elfmeterpunkt herum, köpfen sich den Ball hin und her. Aber keiner kann wirklich das Ding rausklären. Am Ende Jiracek, der reingrätscht, links drin im 16-Meter-Raum und den Ball dann über das Tor hebt. 4 Minuten noch. 0:0 nach wie vor. Rincón gewinnt das Kopfballduell, köpft den Ball aber zum Gegner. Stefan Fürstner auf der linken Seite. Flankenmöglichkeit, verlängert von Juru und das ist die Möglichkeit gewesen für Baba. Aber der Ball trudelt ins Seitenaus. Einwurf für den HSV. Dennis Diekmeyer auf der rechten Seite, tief drin in der eigenen Hälfte. Von Cananolu nicht mehr so viel zu sehen in den letzten 10 Minuten. Raphael van der Vaart ist ein bisschen bestimmender. Und jetzt beide da in der Co-Produktion. Gewinnen diesen Zweikampf, sorgen dafür, dass es Einwurf gibt für den HSV. Und Badei gibt kurz weiter in die Mitte zu Jansen. Jansen nochmal rechts ausgespielt, aber der war zu ungenau dabei. Und Kontergelegenheit für die Vierter. Rechts drin ist es Füllkrug, aber das droppt nie draußen und er klärt den Ball weg. Und ist jetzt auch ja, gefordert, muss zurücklaufen. Nee, sowieso keine Hektik, alles easy. Florian Trinks kommt jetzt ins Spiel. Und für ihn sollte ein Stieber runter, damit das Wechselkontingent von Frank Kramer erschöpft. Auch Stieber mit einer ordentlichen Partie hatte in der ersten Halbzeit eine richtig gute Schussgelegenheit, als er von links freigespielt wurde und der Ball so halb hoch in die Mitte sprang. Und ja, ein Volley, der 3 Meter am Tor vorbeigeht, ist jetzt nicht das absolute Sahnestück, aber trotzdem war nicht schlecht heute. Soltan Stieber, Marcel Jansen mit dem Ball hinten raus, blind nach vorne geschlagen. Pierre-Michel Lasogga kommt nicht dran. Der pumpt jetzt auch. Das letzte Spiel für Pierre-Michel Lasogga, höchstwahrscheinlich vor dem Hamburger Publikum. Aber die Fürther kommen nochmal auf der rechten Seite. Füllkrug angespielt. Ganz rechts rausgegeben zu Brosinski. Wieder Füllkrug in die Mitte. Baba am kurzen Pfosten mit dem Offensivfoul. Ja, er tritt da Michael Mencien auf den Fuß. Der hat sich dabei wehgetan, aber Jaroslav Drobny regt sich auf, sortiert seine Leute. Das hat einen Grund, warum. Ja, es gibt eine Ecke von der rechten Seite. Nochmal die Gelegenheit für die Fürther. 9 Tore nach Ecken. Das ist in der zweiten Liga Bestwert. Brosinski bringt den an den Elfmeterpunkt. Michael Mencien passt auf. Schuss nochmal aus der zweiten Reihe.
Mikey Menzies hält den Fuß hin. Nochmal die Ecke. Der Engländer verlängert den Ball über die Grundlinie. In der 89. Spielminute im Relegationshinspiel steht es 0:0 zwischen dem HSV und der Spielvereinigung Greuther Fürth. Und es gibt die Ecke von der rechten Seite für die Gäste aus dem Frankenland. Posinski mit der Ecke an den langen Pfosten aber wieder. Es ist ein Hamburger Innenverteidiger, der heißt diesmal Johann Giroud, und Kontergelegenheit für den HSV. Was macht Çalhanoğlu? Er passt den Ball auf die linke Seite, aber Diekmeyer kommt nicht dran. Der war zu sehr in die Spitze gelaufen. Die Idee war nicht verkehrt. Aber es hat da nicht gereicht für einen Ballbesitz, geschweige denn einen Abschluss. Und auf der anderen Seite Füllkrug auf links mit Platz. Dann kommt Giroud, da kommt noch Van der Vaart. Füllkrug setzt sich durch, will dann den Freistoß haben. Felix Zweier hebt ihn nach oben mit einer Geste. Sagt, Junge, sei froh, dass ich dir keine gelbe Karte zeige. Das war schon so eine Art Schwalbe. Und deswegen geht's weiter mit Ballbesitz in HSV und Wechsel HSV. Heiko Westermann kommt ins Spiel. Vor 12 Jahren hat er sein Profidebüt gefeiert bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Heute nicht von Anfang an, sondern jetzt im defensiven Mittelfeld gefordert. Für ihn raus Thomas Rincon. Westermann damit mit Badei in der Zentralen. Çalhanoğlu auf rechts, Van der Vaart in der Mitte, Jansen auf links, Lasogga vorne drin. 3 Minuten Nachspielzeit. Jetzt sind wir genau über die regulären 90 Minuten. Und die Fürther kommt nochmal auf rechts. Es ist Weiland, der das Tempo rausnimmt, nochmal nach hinten spielt. Oder verliert Posinski fast den Ball. Aber hat dann doch noch genug Stand, um die Kugel zu behaupten, nach hinten zu spielen. Und Heiko Westermann mit dem ersten Kopfballduell. Das erste gewonnene Kopfballduell von Westermann und Einwurf für den HSV, denn er war noch im Fürther dran. Auf der rechten Seite ist es Çalhanoğlu, der nicht weiß, wo er hinwerfen soll. Wo ist da jemand? Es kommt ihm noch keiner entgegen. Vielleicht jetzt mal Lasogga, der den Ball mit dem Rücken zum Tor annimmt. Da nach vorne gibt zu Badei und der gibt wieder raus zu Çalhanoğlu. Er spielt auf die halblinke Position zu Lasogga. Lasogga hat zwei Leute vor sich. Gibt nochmal zurück zu Çalhanoğlu, der mit dem Fehlpass direkt in die Füße eines Fürthers und keine Kontergelegenheit für die Gäste. Ballbesitz beim HSV, noch 120 Sekunden. Nach wie vor 0:0. Mike Menzien spielt nach hinten zu Jaroslav Drobny. Alle hier stehen in der Intake Arena. Drobny mit dem langen Schlag auf die rechte Seite und Çalhanoğlu gewinnt das Kopfballduell, köpft nach hinten zu Diekmeyer. Diekmeyer, Lasogga, Diekmeyer, Doppelpass. Diekmeyer auf der rechten Seite, bringt er die Flanke, die ist nicht zu verkehrt. Diekmeyer, aber am langen Pfosten ist noch ein Vierter da. Gut aufgepasst von Brosinski, denn Lasse Jansen wäre da gewesen. Die Flanke war nicht so schlecht, die wurde lang und länger und über Wolfgang Hesel hinweg ging die auf den Schädel von Daniel Brosinski und er verlängert den Ball gerade noch rechtzeitig vor Marcel Jansen und es gibt die Ecke für den HSV von der linken Seite. Noch eine Minute und 15 Sekunden. Çalhanoğlu an den kurzen Pfosten geschlagen. Keine Kopfballgelegenheit. Nachschussmöglichkeit für Giroud. Aber die Fürther geben alles, was sie haben. Und klären den Ball zur Ecke. Niklas Füllkrug, der zur Ecke von der linken Seite wieder Çalhanoğlu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hamburger jetzt im 5-Meter-Raum. Aber die Ecke war schlecht. Am kurzen Pfosten kommt die runter. Kontergelegenheit ist auch wieder verpufft. Denn Füllkrug legt sich den Ball zu weit vor. Badei, gute Zweikampfführung. Nochmal Kontergelegenheit für Hamburg. Da ist Çalhanoğlu links dran am Strafraum. Der Pass von Çalhanoğlu ist nicht gut. Er zieht da links erst nochmal in die Mitte und will dann erst zu Jansen spielen. Und das war eben eine Nummer zu spät. Einwurf für Hamburg. Noch 30 Sekunden. Linke Seite. Die Flanke von Çalhanoğlu von links mit rechts wird rausgeköpft von Baba. Und das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein für den HSV, denn Fürth kann nochmal kontern. Auf der linken Seite ist Platz, aber dort kommt der Ball nicht an. Dort kommt der Ball nicht an, das war schlecht gespielt von Füllkrug. Und deswegen nochmal die Möglichkeit für den HSV. Lasogga auf der rechten Flügelposition. Am langen Pfosten ist Van der Vaart und das vor allen Dingen auch Çalhanoğlu. Der haut den Ball drauf in die Mitte, Van der Vaart, aber gehalten von Hesel. Abpfiff. Das war's. Keine Tore. 0:0. Der HSV trifft nicht im Relegationshinspiel. Ich habe mich neulich mit einem Kollegen unterhalten. Der hat gesagt, die Hamburger, die schaffen es in der Liga zu bleiben, ohne
ein Spiel zu gewinnen. Und zwar auch in der Relegation. Heute 1-0-0, am Sonntag um 17 Uhr live auf Sport 1 FM an 1-1 würden wir erreichen. Weitere Spekulationen und Zusammenfassungen zu dieser Partie gibt's gleich. Ich gebe erstmal zurück zu Rudi.